Moin zusammen, mein heutiger Gast ist Dr. Philipp Gieck, Politikwissenschaftler an der Uni Würzburg, der mit seiner Forschung zu Indiens Afrikapolitik für einiges Aufsehen gesorgt hat. Wie immer in der Politik ist es ungemein lehrreich, andere Blickwinkel einzunehmen und einen Blick auf Aspekte der Weltpolitik zu werfen, die in unserer eurozentrischen Weltsicht gerne in Vergessenheit geraten. Die meisten von euch dürften inzwischen zumindest von Chinas Engagement auf dem afrikanischen Kontinent gehört haben, aber an den gigantischen Subkontinent dürfte kaum einer in dem Zusammenhang denken. Herr Gieck spricht zunächst über Indiens Rolle als außenpolitischer Player im Allgemeinen und das Vorgehen der indischen Regierung im Vergleich zu China und den Europäern, Stichwort Werteorientierung. Außerdem diskutieren wir unter anderem die unterschiedlichen Rollen der vielen verschiedenen externen Mächte in Afrika, die lange zurückreichende indisch-afrikanische Geschichte, den Einfluss der indischen Regierung sowie aber auch der indischen Diaspora in den Ländern Afrikas, Corona-Impflieferungen als Instrument der Außenpolitik und vieles, vieles mehr. Viel Spaß! Herzlich willkommen, Herr Gieck. Wie geht es Ihnen? Ja, wunderbar. Sehr schön. Einen schönen guten Abend. Wir sprechen ja heute hauptsächlich über Ihr Doktorarbeitsthema, über das ich auf Sie gestolpert bin. Ich fange einfach direkt damit an. Und zwar heißt die Doktorarbeit India's Africa Policy, the Economization and Modification of a Millennia-Old Relationship. Und Herr Gieck, da steckt ganz viel drin in diesem relativ langen Titel, über das wir noch sprechen wollen. Ich würde gerne damit anfangen, wie Sie auf dieses Thema gekommen sind. Was ist Ihre persönliche Begeisterung auf der einen Seite vielleicht für Afrika und auf der anderen Seite aber auch für Indien? Also konkret zu dem Thema gekommen bin ich eigentlich einmal über einen Umweg irgendwie und über einen Zufall. Also der Umweg insofern, was Indien betrifft, als ich in meinem Studium, also in dem politikwissenschaftlichen Bereich, mal ein Seminar hatte zu Afrikas internationalen Beziehungen. Also das war eigentlich so mein Einstiegspunkt in dieses Großthema. Fand das unglaublich interessant. Das ist jetzt aber auch schon relativ lange her. Also das war irgendwann Mitte der 2000er oder sowas. Da spielte zum Beispiel Indiens Afrika-Politik noch keine große Rolle damals. Dieses Seminar hat mich dann so für Afrika, vor allem aus der Perspektive der internationalen Beziehungen, interessiert. Und ich habe dann am Ende ich habe noch den alten Magister gemacht, meines Magisterstudiums für die Magisterarbeit, mir auch ein Thema ausgesucht, das unter anderem, also eigentlich zum größten Teil, China und Afrika zum Thema hatte. Das war damals noch ein relativ neues Thema, würde ich sagen. Also das war dann so Mitte, Ende der 2000er Jahre. Fand das unglaublich spannend. Also da teilen Sie ja meine Begeisterung, glaube ich, für dieses Thema. Und habe aber, als ich da so richtig viel gelesen habe, schon gemerkt, dieses Indien-Afrika-Thema wäre auch spannend, habe mich damals aber schon gewundert, weil ich habe mir zum Beispiel so Handelszahlen angeschaut, die da auch schon im Steigen waren zwischen Indien und Afrika. Habe mich aber gewundert, dass nur China in Afrika als das neue große Ding gesehen nicht so wirklich Thema ist und hatte das dann aber eher so im Hinterkopf abgespeichert und erst mal so liegen lassen, aber fand das schon mega spannend. Das war so der Umweg und der Zufall war dann, dass ich nach meinem Abschluss, also ich habe noch dann ein Jura-Examen gemacht und dann hier an der Uni Würzburg eben als wissenschaftlicher Mitarbeiter die Stelle bekommen habe. Und der Zufall war dann, dass hier mein Institut für Politikwissenschaft und Soziologie gerade angefangen hat, eine Kooperation mit Indien aufzubauen. Also wir hatten und haben noch und hatten damals aber vor allem so ein Mobilitätsprogramm vom BAAD gesponsert, wo Professorinnen, aber auch wissenschaftliche Mitarbeitende nach Indien reisen konnten, Inderinnen hierher kommen konnten. Und auf diese Weise war es mir möglich, dann direkt am Anfang eigentlich meiner Tätigkeit hier schon mal einen zweimonatigen Indien-Lehr- und Forschungsaufenthalt zu machen. Das war gleichzeitig die Phase, wo ich mir überlegen musste, was machst du in der Dissertation? Also was wird dein Doktorarbeitsthema? Habe ich dann mit meiner Chefin rumüberlegt, bin dann nach Indien, ohne wirklich fixiert zu sein schon auf dieses Thema. Aber dann kam dieser Gedanke wieder auf, Indien, Afrika, dort zu recherchieren, Literatur und einfach mal auch dadurch, dass wir dann
Kooperationen mit Unis aufgebaut haben. Dann bin ich da dann halt zu Leuten hin, die irgendwas in dem Bereich gemacht haben, habe mit denen gesprochen. Und dann ist eigentlich in Indien in diesem ersten zweimonatigen Aufenthalt damals so dieses Thema in mir im Kopf klar geworden. Und dann habe ich angefangen, auch das zu bearbeiten. Also ein Zufall, dass diese Indien gestartet ist. Und das war dann so der endgültige Startpunkt für die Arbeit an der Doktorarbeit. Wundervoll, vielen Dank. Herr Gieck, aus irgendwelchen Gründen hat das jetzt mehrfach gehakt bei mir. Ich weiß nicht, ob bei Ihnen auch. Ich würde einfach mal das Video ausmachen, so leid es mir tut. Das macht das Gespräch ein bisschen unnatürlicher, aber vielleicht verbessert das die Qualität ein bisschen. Auch mal ausmachen zur Sicherheit. Ja, das wäre wahrscheinlich gut. Ich weiß auch nicht, an wem es liegt, aber manchmal soll es nicht so. Vielleicht klappt es jetzt ja über den Ton. Ich hoffe, Sie hören mich noch. Ja. Sehr schön. Also, vielen Dank dafür, dass Sie das erklärt haben, wie Sie zu dem Thema gekommen sind. Was ich also spannend daran finde, ist dass zwei Schauplätze sind, die beide gerne vergessen werden bei uns in der eurozentrischen Weltsicht. Sie haben schon angedeutet, man hat gesprochen, was macht China in Afrika? Indien war gar nicht so ein Thema. Indien ist ja generell ein Faktor, den wir gerne vergessen, den man so irgendwie unter Südostasien mit reinpackt, der aber von der Größe her, von der Einwohnerzahl her bald China überholen wird. Würden Sie mir zustimmen, dass das zwei Regionen sind, die gerne auch in der Politikwissenschaft vielleicht ein bisschen übersehen werden? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube sogar Indien zumindest bisher noch mehr als Afrika. Wobei man natürlich sagen muss, Afrika spielt, also sagen wir mal so in der allgemeinen Diskussion ja auch nicht immer die Rolle, dass es als, ich sage das mal, die positive Seite immer als Chancenkontinent wahrgenommen wird, sondern wenn dann eher, wenn es um Krisenkonflikte oder jetzt in den letzten Jahren um Migration geht, ist Afrika noch mehr im Fokus, auch vielleicht einfach schlicht deswegen aus unserer Perspektive in Deutschland, weil es näher ist. Indien aber war, glaube ich, oder ist immer noch sehr, sehr unterbelichtet. In der Politikwissenschaft ändert sich das, glaube ich. Da gibt es auch schon lange eben, also jetzt sagen wir in der Wissenschaft allgemein, die Indologie, auch gerade beispielsweise hier an der Uni Würzburg. Aber im breiten Spektrum, glaube ich, ist Indien auf jeden Fall unterbelichtet. Und auch gerade, wenn man es jetzt so ein bisschen materialistischer sieht, ich glaube auch, dass die Chancen, die Indien bietet, also jetzt zum Beispiel mal rein wirtschaftlich betrachtet, auch in Deutschland und auf EU-Ebene, denke ich auch, noch nicht so wirklich angekommen sind. Und das Spannende dann auch, um nur noch mal diese Begeisterung auch für das Thema Indien-Afrika anzusprechen, ist auch, dass die Querverbindung zwischen diesen beiden Regionen, also dass da wirklich schon, Sie haben vorhin ja mit dem Titel angefangen, meine Arbeit, Millennia old, also schon Jahrtausende alte Beziehungen herrschen, das ist zum Beispiel sowas, war auch mir völlig unbekannt, obwohl ich ja Politikwissenschaft studiert habe, obwohl ich mich mit Afrika dann schon beschäftigt hatte. Das ist sowas, was, glaube ich, auch völlig unbekannt ist. Ja, gerade in Europa wird ja Indien auch häufig mehr so als verlängerte Werkbank genommen, als Entwicklungsland, das halt zuarbeiten kann. Aber tatsächlich entwickelt sich in Indien ja auch immer mehr High Technology und wir merken es jetzt gerade wieder bei der Impfstoffherstellung, dass Indien wirtschaftlich ein sehr relevanter Player in der Welt geworden ist. Was man sehr selten betrachtet, ist, dass Indien, wie wir jetzt ja heute auch besprechen, auch außenpolitisch sehr stark, sehr souverän auftritt. Wie würden Sie grundsätzlich die Außenpolitik Indiens, natürlich mit Fokus auf Afrika, aber ganz grundsätzlich bewerten? Wie sind die ausgerichtet? Wie gehen Inder dabei vor, wenn man das vielleicht mit Europa oder mit China vergleicht? Europa gibt ja gerne zumindest vor, dass sie werteorientierte Außenpolitik betreiben. China sagt, das ist uns vollkommen egal, mal vereinfacht gesagt, wie das Regime vor Ort ist, solange es unsere Waren bezahlen kann. Und Indien wird derweil ja immer als größte Demokratie der Welt gerne bezeichnet. Wie tritt Indien da in den internationalen Beziehungen auf?
Ja, also dieses werteorientiert, was Sie eben angesprochen haben, welche Anforderungen sozusagen stellt man an den Gegenüber, mit denen man Kontakt hat, das ist natürlich schon ein Punkt, wo viele sagen, gerade China ist zum Beispiel insofern weniger werteorientiert. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele andere Werte, ne? Und in der indischen Außenpolitik, deswegen habe ich jetzt mal damit angefangen, spielen natürlich Werte schon eine riesige Rolle. Also beispielsweise muss man eben, wenn man über indische Außenpolitik allgemein sich Gedanken macht, schlicht, das ist jetzt keine große Erkenntnis, aber einfach sich klar machen, das ist nun mal ein Land, das sehr, sehr lange unter der kolonialen Ausbeutung gelitten hat. Und wie Staaten in Afrika auch, ist da deswegen bis heute in Indien einer der zentralen Werte oder Antriebsfedern, die Souveränität oder man kann es auch anders framen und kann sagen, Antikolonialismus, andere Sachen, die daraus folgen, genau eins zu eins direkt aus dieser kolonialen Vergangenheit sind diese Punkte des Non-Alignment, also dieser Nicht-Angebundenheit an einen der großen Machtblöcke, die seit der Unabhängigkeit und auch schon davor das indische Außenverhalten sehr stark beeinflussen. Also ich glaube, wenn man über indische Außenpolitik redet, muss man von diesem Ausgangspunkt ausgehen, was auch später dann für indisch-afrikanische Beziehungen relevant ist. Es ist einfach eine ehemalige unter kolonialer Ausbeutung gelitten habende Macht. Und ein Land auch, das sich seine Unabhängigkeit, ich setze es mal in Anführungszeichen, erkämpft hat, weil ja der indische Weg, der Gandhi-Weg, ja ein weitgehend friedlicher Weg war, aber dennoch sich eben von dieser kolonialen Ausbeutung befreit hat. Und viele Sachen, nicht alle, aber doch bis heute sind viele Sachen, glaube ich, darüber erklärbar, denke ich. Das war am Anfang in den ersten Jahrzehnten nach der Unabhängigkeit etwas stärker ausgeprägt, also dass auf UN-Ebene Indien immer für Entkolonialisierung eingetreten ist, wo ja in den Ende 40er, in den 50er Jahren, wo ja Afrika, die afrikanischen Staaten noch nicht befreit waren, dass Indien immer Unterstützer multilateraler Institutionen wie der UNO waren und dort diese Entkolonialisierungsfragen immer angesprochen hat oder auch beispielsweise sich immer gegen die Apartheid in Südafrika ausgesprochen hat. Und Indien hatte auch vor allem eben geprägt, normativ durch Gandhi und dann vertreten durch Nehru, auch immer eine, so in der Politikwissenschaft sagt man dann manchmal so idealistische Ausrichtung, also eher geringe Rüstungsabgaben, Ausgaben am Anfang, immer die klarer Kampf gegen Entkolonialisierung, aber dies immer verbunden mit einer multilateralen Ausrichtung und das in den Weltinstitutionen vertretend. Und so Weichenstellungen am Anfang war natürlich, dass Indien zum Beispiel einer der Mitbegründer der blockfreien Bewegung war, also wo genau diese Bündnisfreiheit, dieses Non-Alignment eben verkörpert war. Weder an die USA noch damals an die Sowjetunion wollte man sich anlehnen und wollte auf diese Weise eben erreichen, dass die globale Ordnung, also heute wird man sagen Global Governance, die Weltordnung, eben auch gleichberechtigten Status für alle Mitglieder hat, dass es nicht zu einer postkolonialen Fortsetzung dieser Unterdrückungsmacht und Abhängigkeitsstrukturen kommt, aber eben mit friedlichen Mitteln. Also wenn man so mal anfängt, weil die Frage war ja so indische Außenpolitik allgemein, ist das, glaube ich, einer der heute nicht mehr voll überall nachweisbaren, aber dennoch einer der ganz wichtigen normativen Grundlagen, die man mit denen man anfangen muss, glaube ich. Ganz lieben Dank für diesen Überblick. Was Sie auch schon angesprochen haben, dass Indien sich für andere Länder durchaus einsetzt, auch für Afrika, hatten Sie schon angesprochen in der UN, dass Indien für sich selber, aber zum Beispiel auch für Afrika einen Sitz im Ständigen Sicherheitsrat der UN fordert. Und was ich jetzt in der Corona-Politik wieder beobachtet habe, während die EU und die USA über Exportstopps von Impfstoffen reden oder sie sogar verhängen, liefert Indien sogar Impfstofflieferungen an Pakistan, an den Erzfeind, was ja auch so eine gewisse Botschaft mit sich führt. Also wir betrachten ja Indien gerne als Schwellenland, als Entwicklungsland, was auch immer man darüber hängen möchte. Aber gleichzeitig tritt es ja auch
nach außen als Entwicklungshelfer in dem Falle auf, also durchaus als souveräne, starke Macht, als Regionalmacht oder vielleicht sogar mit einem gewissen Führungsanspruch auch des sogenannten globalen Südens. Ja, genau. Das ist einer der ganz wichtigen Aspekte, die Sie da jetzt ansprechen, der auch für die heutige indische Afrikapolitik wirklich, glaube ich, noch sehr relevant ist. Dieser schon Anspruch, ja, wie Sie sagen, so würde ich es auch formulieren, innerhalb dieses globalen Südens der Fürsprecher oder der Sprecher des globalen Südens zu sein, ohne also das ist ja ein schmaler Grat, also ohne eben zu sagen, wir sind ein neuer Hegemon im globalen Süden, das will man gerade nicht, sondern eben immer Fürsprecher für die Interessen des globalen Südens. Das heißt, auch immer die zumindest rhetorisch vorgebrachte Behauptung, ich, Indien, habe auch die Interessen, zum Beispiel ganz kleiner Staaten in Afrika, im Blick und versuche, mein größeres Gewicht, vor allem heute eben, sehr größeres Gewicht als irgendwelche kleinen afrikanischen Staaten, in beispielsweise Welthandelsverhandlungen oder in Klimaverhandlungen einzubringen. Da kommen wir jetzt sicher später noch drauf. Ich habe schon gesagt, das ist ein schmaler Grat. Und die Frage ist, ob das heute noch so durchsetzbar ist und ob da nicht mehr Rhetorik dabei ist, als es tatsächlich, als tatsächlich Substanz. Mhm. Aber dieser, zumindest das Vorbringen dieser Idee und dieses Anspruchs sieht man bis heute in allen Deklarationen bei den Indien-Afrika-Gipfeln. Und natürlich wird das auch mit, und mir zeige ich so ein bisschen, vielleicht zynisch, also es soll nicht zynisch klingen, aber mit ein paar sehr, sehr sichtbaren Aktionen auch gemacht. Das heißt gar nicht, dass diese Aktionen nicht sehr gut sind. Also beispielsweise, Sie haben es angesprochen, die Corona-Diplomatie, wie man jetzt ja fast schon sagte, oder die Impfdiplomatie Indiens. Natürlich ist hier Indien ein, jetzt kann man sagen, Entwicklungshilfegeber. Indien würde eher sagen, das ist zu gegenseitigen Nutzen im globalen Süden. Wir helfen uns gegenseitig, dass Indien hier an Pakistan oder auch an afrikanische Staaten Impfstoffe liefert. Aber gleichzeitig muss man natürlich aber auch sagen, ohne das in Abrede stellen zu wollen, was ich eben gesagt habe, das sind natürlich auch, ähnlich wie China übrigens, sehr geschickte Manöver, um sich diesen, also die Inneren sagen immer Goodwill, im globalen Süden zu erhalten und zu sichern. Andererseits muss man jetzt auch sagen, in den letzten Tagen habe ich jetzt auch gehört, dass diese Corona-Lieferungen jetzt auch erstmal nicht gestoppt sind, aber die Inderinnen überlegen gerade, ob sie nicht mal ein bisschen langsamer machen, weil jetzt auch wieder Zahlen in Indien steigen. Also da gibt es jetzt auch ein paar Probleme. Aber im Grunde ist das wirklich ein ganz aktuelles, sehr schönes Beispiel für eine dieser Grundkonstanten, zumindest rhetorischen Grundkonstanten, auch der indischen Afrikapolitik. Ja, was Sie auch angedeutet haben, dass Indien gleichzeitig natürlich verhindern möchte, als wirklicher Hegemon auch wahrgenommen zu werden. Deswegen treten Sie ja auch gerne in so diesen Gruppierungen auf, wie den BRICS-Staaten oder den Outreach, den O5-Staaten, um ja auch zu zeigen, wir sind gemeinsam da, um ein Gegengewicht zu den, ich sag mal, etablierten oder historischen Mächten des 20. Jahrhunderts auch zu stellen, um einfach die Interessen des Großteils der Weltbevölkerung ja auch irgendwo zu vertreten. Lassen wir uns dann aber einmal zu Afrika überspringen. Wir haben quasi Indien einmal so schlimm es ist, ganz grob einmal abgehakt, bevor wir dann quasi beides zusammenführen. In Afrika sagt man so schön gerne, aber wir wollen über Afrika reden. Afrika ist ein riesiger Kontinent, was man gerne vergisst, wenn man auf die Karte guckt, weil das ja alles verzerrt ist. Es ist ein gigantischer Kontinent, auf dem sehr, sehr viele Nationen unterwegs sind, sehr, sehr viele Völker und sehr, sehr viele unterschiedliche Gesellschaftsstrukturen und gleichzeitig sind auch extrem viele externe Player in Afrika aktiv. Wir haben schon angesprochen China, die EU und natürlich auch die USA. Können Sie uns ein ganz grobes Bild einmal zeichnen, welche externen Mächte in Afrika ihre wirtschaftliche und politische ihr wirtschaftliches und politisches Gewicht zum Tragen bringen und in welchen Regionen welche externen Player besonders hervortreten?
Ja, also zunächst mal wirklich ganz, ganz wichtig, da bin ich voll bei Ihnen und muss das auch nochmal wiederholen. Also ein deutscher Politikwissenschaftler hat mal gesagt, Afrika gibt es nicht. Das ist natürlich jetzt auch nicht so, aber die Aussage ist natürlich klar. Es ist ein Kontinent mit, je nachdem, wie man zählt, was mit Westsahara ist, 54 oder 55 Staaten. Der haben Sie auch schon angesprochen, wenn man sich die Karte anschaut, wird einem gar nicht klar, wie groß das wirklich ist, weil die Verzerrung da ist in Afrika, in die Landmasse des afrikanischen Kontinents passt China, die USA, Osteuropa, Indien, UK ist Madagaskar, Deutschland, Frankreich, Spanien, alles rein. Also es ist ein gigantischer Kontinent, kulturell divers, sprachlich divers. Es gibt Nordafrika, es gibt West-Südliches und Ostafrika und selbst das sind nur Großräume, die schon eigentlich vereinfachend sind. Das muss ich auch immer bei den Sachen dazu sagen, die ich da jetzt so in den letzten Jahren mache. Sie haben es angesprochen, also dieser Blick auf externe Akteure oder in meiner Dissertation heißt ja deswegen auch nicht, der Titel ist ja nicht India-Africa Relations, sondern bewusst dieser Blick auf indische Afrikapolitik. Das heißt, ich musste das auch, also ist auch einfach so und deshalb muss man es auch so sagen. Ich habe natürlich die indische Brille sozusagen aufgesetzt, habe auch viel mehr mich in Indien rumgetrieben, also dort eben die meisten Interviews mit Offiziellen und Forschern geführt, weil ich eben diesen Blick Indiens auf Afrika untersucht habe, die indische Afrikapolitik. Das heißt, ich habe da so ein Bias natürlich drin. Also ich habe jetzt weniger die afrikanische Seite beleuchtet. Natürlich kam das auch vor, aber Fokus ist ein anderer. Und selbst wenn ich das gemacht hätte, muss man sich klar machen, nochmal 54 Staaten, von groß bis klein, von Rohstoffstaaten zu Nicht-Rohstoffstaaten, von landlocked zu am Meer gelegen, also unglaublich diverse, auch in dieser Hinsicht. Also das muss man immer so als Disclaimer davor setzen, natürlich. Wenn man jetzt aber diesen Blick macht, wie Sie es ja jetzt gefragt haben, wer treibt sich da so rum, wenn man so sagen kann, darf man zunächst mal nicht vergessen, was ich aber auch jetzt nicht so wirklich hier jetzt in den Fokus setzen kann. Es gibt natürlich auch innerafrikanische Außenpolitik, ne? Also Klar, logisch. Südafrika beispielsweise, Nigeria, als die Wannabe, sage ich jetzt mal, Hegemonen in Afrika jeweils. Das darf man natürlich auch nicht vergessen, aber wenn man jetzt mal mit außerafrikanischen Akteuren spricht, dann ist es, finde ich, das ist auch so unglaublich spannend, jetzt mal mit einem groben Pinsel gezogen. Das sind natürlich, glaube ich, die letzten Jahrzehnte nach Ende des Ost-West-Konflikts auch unglaublich spannend. Also, dass sich da während des Ost-West-Konflikts so globalpolitisch betrachtet, war Afrika so ein Betätigungsfeld eben der Supermächte. Die wollten die Länder auf ihre Seite ziehen und da gab es noch so Akteure wie China natürlich auch damals schon und Indien auch damals schon, ja. Aber so die Großerzählung ist, okay, dieser Staat war eher US zugeneigt, jener Staat eher sowjetisch zugeneigt. Und letztlich wird so die internationalen Beziehungen Afrikas vereinfachend, ja, aber jetzt für einen groben Pinsel mal, auch ein bisschen unter diese Glocke des Ost-West-Konflikts gezählt. Da ist auch sicher ein bisschen was dran. Das hat sich dann natürlich aber alles geändert, 89, 90, also die Sowjetunion ist implodiert und damit einer der größten, wichtigsten externen Akteure hat sich im Prinzip, ist die sowjetische Afrikapolitik einfach weg, die gab es einfach nicht mehr. Dann war diese kurze Phase, wo man dachte, okay, auch weltpolitisch betrachtet, die USA sind jetzt unipolar die alleinige Supermacht. Und dann gab es so, also George Bush, der Ältere, hat dann so das Zeitalter der Vereinten Nationen ausgerufen. Es gab Optimismus, was sich dann schnell wieder gewandelt hat. Wie auch immer, was auf jeden Fall klar war, dass zumindest für ein paar Jahre dachte man, okay, die Sowjetunion ist weg. Jetzt, also ich unterstelle mal, dass die Europäer zum Beispiel dachten und auch die Amerikaner, okay, jetzt sind wir da halt auch in Afrika erstmal wieder die allein wichtigsten externen Akteure. Das hat sich dann aber ganz schnell gewandelt mit dem erst nicht ganz wahrgenommenen, später dann umso mehr auch ein bisschen alarmistisch betrachteten Auftreten, Wiederauftreten Chinas und dann eben mit Verzögerung etwa 10 Jahre später Indiens. Und jetzt mal ganz aktuell heute muss man eben so als wichtigste externe Akteure, also natürlich die EU mit vor allem Frankreich,
dann jetzt ja außerhalb der EU Großbritannien, Deutschland nicht ganz so relevant, aber immerhin. Dann die Amerikaner, dann die Chinesen, dann die Inder. Und dann aber auch jetzt eine Phalanx von Akteuren, die jetzt langsam da auch immer wichtiger werden. Also wenn ich heute meine Magisterarbeit schreiben würde, wie ich es damals beschrieben habe, über Indien in Afrika, würde ich in der Literatur auf, wie ich damals auf Indien gestoßen bin, die noch nicht so wirklich bearbeitet sind, würde ich heute, glaube ich, auf so Länder stoßen wie einmal das Wiederauftreten Russlands, auf die Golfstaaten, die Vereinigten Arabischen Emirate, auf die Türkei, Israel, aber auch Südkorea, Japan. Die haben alle auch schon eine längere Geschichte ihrer Afrika-Politik. Das muss man immer dazu sagen. Natürlich kamen die nicht jetzt plötzlich aus dem Off und sind da, haben sich dafür interessiert. Aber gerade so in den Handelszahlen und sowas sieht man da schon eine starke Diversifikation, die jetzt stattfindet. Und die dieses früher eben durch zwei Supermächte, dann und die EU, dann kurz nur durch die EU und die USA geprägte Bild erweitern und auch diesen China-Fokus, der eine Zeit lang da war und auch wirklich vor allem von den Amerikanern eben mit Sorge betrachtet wurde und wird, ein bisschen aufweichen und das und dieses externe Akteursbild heute wirklich, also unglaublich spannend, aber auch auf der anderen Seite eben auch unübersichtlicher und fluider werden lassen. Aber ich glaube, also was ich damals schon dachte, als ich mich mit China-Afrika und dann mit Indien-Afrika beschäftigt habe, das wird auf jeden Fall eines meiner Meinung nach in den internationalen Beziehungen eines der spannendsten Themen einfach bleiben. Ja, ich finde schön, dass Sie gleich die anderen, diese bisher noch Randakteure, wenn man so, so unschön sagen möchte, mit reingebracht haben. Also die Araber mal grob gesprochen, die Israelis, die Türken, die Russen. Sehen wir da, mal ganz zugespitzt gefragt, sehen wir da ein Erstarken neuer Hegemonialmächte, sehen wir ein Erstarken neuer Staaten oder sehen wir eher vielmehr das Zurückweichen der USA und der historischen Kolonialmächte, dass die eher an Stärke verlieren? Ja, das ist eine sehr gute Frage, die ich jetzt auch, glaube ich, nicht jetzt sicher beantworten kann. Also ich glaube, sagen wir mal, ein Teil der Erklärung ist natürlich das, was Sie gesagt haben, vor allem die Vereinigten Staaten und noch präziser beispielsweise die letzten 4 Jahre unter Trump, ich will es jetzt auch nicht übertreiben, aber wir sind jetzt eh schon mit dem groben Pinsel unterwegs, die letztlich verlorene Jahre für die US-Afrika-Politik waren. Trump selbst hat auch da viel Porzellan zerschlagen. Also wir erinnern uns an so ein paar Kommentare, Shit All Countries, Muslim Ban, der auch viele afrikanische Staaten getroffen hat und so weiter. Das war jetzt nicht nur Trump, es hat sich vorher auch schon angedeutet, dass die Amerikaner sowieso kaum eine große Afrika-Politik hatten in den letzten 10, 20 Jahren, die wirklich von strategischem Herangehen geprägt war. Das ist es auf jeden Fall. Dann natürlich auch die EU, die aber, glaube ich, sagen wir mal, immer noch, das darf man nicht vergessen, immer noch einer der wichtigsten Akteure ist. Also es ist immer noch die EU als Block, immer noch der größte Handelspartner des afrikanischen Kontinents, immer noch der größte in absoluten Zahlen und auch relativ gesehen, glaube ich, einer der größten Entwicklungshilfegeber. Also das darf man natürlich auch nicht vergessen, nur die Europäer sind halt nicht mehr und vor allem die ehemaligen Kolonialmächte und ich nehme jetzt mal Großbritannien mit rein, nicht mehr the only game in town. Und das hat auch lange gedauert, bis sie das festgestellt haben, dass sie jetzt halt zwar immer noch einer der wichtigsten oder der wichtigste in manchen Bereichen externe Akteur sind, aber eben nur noch einer unter vielen. Und ich glaube, dass es ein bisschen mehr sogar, als es das Zurückweichen der Amerikas zum Beispiel war, eher aber das Auftreten oder neue Interesse und vor allem eben wirtschaftliche Wachstum dieser Schwellenländer oder heute trifft es ja auf China, kann man ja gar nicht mehr Schwellenland sagen, also Chinas, Indiens, zwischenzeitlich auch Brasiliens, die sich mittlerweile aber wieder ein bisschen eher verabschiedet haben und eben auch der vorhin angesprochenen anderen Staaten,
beispielsweise der Türkei und so waren, die, also es sind sowohl Push- als auch Pull-Faktoren, aber ich glaube, beides zusammen gibt so ein gibt so eine grobe Erklärung ab. Was man auch nicht vergessen darf natürlich, also man darf es eben nie vergessen, auch jetzt in der Diskussion über externe Akteure, man muss natürlich auch die afrikanische Seite selbst beachten. Und da haben halt auch in den letzten, vor allem in 20 Jahren mit der Gründung der AU, ein paar Entwicklungen angefangen, die, glaube ich, also zumindest teilweise dazu beigetragen haben, dass bewusst Versuch oder sagen wir mal so, dass es einfacher ist, in manchen Bereichen zumindest eine gemeinsame afrikanische Position zu formulieren und damit zumindest ansatzweise, also noch nicht wirklich gut, aber ansatzweise versucht wird zu verhindern, wieder in sowas reinzugeraten, was Abhängigkeit von, also oder auf, oder sagen wir mal so eine Neuaufteilung Afrikas unter zwei großen Mächten oder sowas ein bisschen unwahrscheinlicher werden lässt. Ein bisschen unwahrscheinlicher zumindest. Also deswegen glaube ich, sind Push-Faktoren, Pull-Faktoren, die aber, finde ich, deshalb finde ich es auch so spannend, diese afrikanischen internationalen Beziehungen, dass man hier so ein bisschen an einem Fallbeispiel sozusagen auch die Großentwicklung in der Weltpolitik allgemein sich abbildet. Also dieses, was man immer sagt, von bipolar zu kurzem Moment unipolar, wo nur die USA die Supermacht waren, zu jetzt so irgendwas zwischen USA, China, neue Bipolarität, gleichzeitig aber auch eine Multipolarität mit anderen Akteuren, die kamen. Und das sieht man eben, finde ich, in Afrika sozusagen als Fallbeispiel ganz gut, weil sie es hier genauso eigentlich zeigt. Eine Vielzahl von Akteuren mit natürlich Großen dabei, China ganz größte fast jetzt mittlerweile, aber nicht mehr so wie früher eben eine klare Bipolarität oder sowas. Ich finde das ganz spannend, dass Fukuyama, kennt ja nur jeder, End of History, dass quasi eher gedacht wurde, die Weltpolitik wird einfacher, weil es halt einen weltweiten Hegemon gibt. Und jetzt hören wir eigentlich, es wird eigentlich immer komplexer, weil immer mehr kleine und mittlere Mächte auch im großen Konzert mitspielen und es gar nicht mehr so den einen zentralen Hegemon gibt. Gleichzeitig sagen sie aber auch sehr schön, dass die EU sich gerne auch so ein bisschen unter den Scheffel stellt. Also wir lesen ja gerne, ja, die USA machen dies, die Chinesen machen das und wir sind ja nur das kleine Deutschland oder die kleine EU und wir hängen so am Tropf der anderen. Stefan Bierling, den ich vor ein paar Wochen interviewen durfte, hat mal das schöne Buch geschrieben, Vormacht wider Willen, so ein bisschen, dass wir gar nicht so wirklich anerkennen wollen, dass wir extrem große Auswirkungen auf die Welt- und Wirtschaftspolitik anderer Kontinente auch wirklich haben. Und deswegen würde ich in dem Zug auch gerne einmal so ein bisschen kurz auf die Sichtweise Afrikas rumspringen. Haben Sie schon gesagt, war nicht der Fokus Ihrer Arbeit. Aber man kann ja nur aus afrikanischer Sicht, liest man einerseits häufig sehr schön, wir freuen uns sehr über die Entwicklungshilfe, zum Beispiel aus Deutschland. Gleichzeitig gibt es aber auch Bestrebungen, wir haben es mit Indien schon angesprochen, die nicht als Hegemon wahrgenommen werden wollen, so Bestrebungen in Afrika, die eher von einer Art Neokolonialismus in vielen Gebieten sprechen. Deswegen einmal ganz kurz noch die Frage, wie würden Sie sagen, betrachten die Afrikaner das Wirken der externen Mächte auf ihrem Kontinent, gerade in Bezug auf die ehemaligen Kolonialmächte, wenn man bedenkt, dass Frankreich ja auch zum Beispiel auch sehr stark militärisch den ehemaligen Ländern hilft und gefühlt wieder ein bisschen besser wahrgenommen wird. Ja, also wieder der Disclaimer natürlich, 54 Staaten. Pinsel. 54, 55 Staaten. Und ein zweiter Disclaimer auch gleich noch. Man muss halt auch, was ich nicht kann jetzt, aber man muss immer natürlich unterscheiden zwischen dem, was sagt die Führungsebene, also ganz okay, die Regierungsebene oder sogar nur eine Person in manchen Staaten, die wirklich das Sagen hat. Und was sagt beispielsweise eine Zivilbevölkerung? Was sagen NGOs? Wenn es in Ländern eine freie Szene von NGOs gibt, dann sind da teilweise andere Stimmen, also sowohl, also ganz konkret, was China und Indien betrifft, auch zu hören. Insgesamt, glaube ich, kann man sagen, wieder sehr grob formuliert, dass natürlich diese Entwicklung, dass sich
mal ganz simpel gesagt, mehr externe Staaten für Afrika interessieren und mehr intensiver interessieren als früher, grundsätzlich mal eine begrüßenswerte Entwicklung ist. Mhm. Weil ganz simpel gesagt, wenn ich an mehr Leute etwas verkaufen kann oder umgekehrt mehr Anbieter für etwas habe, was mich interessiert, im wirtschaftlichen Bereich, wenn ich im politischen Bereich mehr Leute habe, die in der UN zum Beispiel meine Stimme haben wollen, wenn ich mehr Ansprechpartner habe, auf die ich zugehen kann, um beispielsweise bei Klimaverhandlungen oder auch noch mächtigere Ansprechpartner als bisher habe, um bei Klimaverhandlungen vielleicht mit mir meine Position vertreten zu wollen, dann ist das grundsätzlich mal positiv. Also dann könnte man eigentlich, wenn man alle anderen Faktoren auf gleich stellt, erwarten, dass sich ein positiver Effekt für die afrikanischen Staaten ergibt. Auf der anderen Seite, und das ist dieser zweite Disclaimer, den ich gesagt habe, muss man natürlich auch sehen, also ich habe mich zum Beispiel vor ein paar Jahren mal etwas intensiver mit China und der Demokratischen Republik Kongo beschäftigt, tue es jetzt wieder, weil wir da auch gerade so ein Buchprojekt haben. Und da muss man natürlich sehen, natürlich hat, jetzt mal ganz konkret, was ich eben gesagt habe, auf den Kongo runtergebrochen, der Kongo plötzlich mehr Interessen an seinen Rohstoffen von mehreren externen Akteuren. Ja, nur wenn dann halt konkret in der Demokratischen Republik Kongo eine nicht rechenschaftspflichtige, eine demokratisch unzureichend rückgebundene, mit einer niedergehaltenen Zivilgesellschaft, mit einer nicht unbedingt freien Presse konfrontiert ist. Das heißt, nicht unbedingt sichergestellt ist, dass diese ganzen Aspekte, die ich eben genannt habe, wirklich auch zugunsten des gesamten Landes und der gesamten Bevölkerung ausgenutzt werden. Also wenn da nicht gesagt wird, okay, wir verhandeln jetzt mit 6 externen Akteuren und wir vergeben die Konzession Abbau von Coltan an den Höchstbietenden, sondern wenn diese Verträge, die da gemacht werden, wenn da hunderte Millionen Euro abhanden kommen, weil es in irgendwelche Taschen fließen, wenn der Staatspräsident damals diesen Vertrag schließt, weil er kurz vor der Wahl noch ein paar Wahlgeschenke verteilen oder ein paar Versprechen machen wollte, dann trifft diese grundsätzlich positive Ausrichtung, mehr Akteure sind grundsätzlich besser, natürlich auf das Problem, dass in manchen afrikanischen Staaten, nicht nur in Afrika, aber eben beispielsweise Kongo, natürlich auch in Afrika, interne Probleme herrschen, die verhindern, dass beispielsweise der Einfluss oder das Auftreten Chinas oder Indiens sich für die Gesamtbevölkerung positiv auswirkt. Und das ist dann auch dieser Punkt, wo eben, sofern sie frei ist, die Zivilgesellschaft häufig kritisiert. Im Kongo ist es dann auch passiert. Die Verträge wurden dann etwas angepasst und sind dann etwas besser geworden für das Land. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, dass hier im Beispiel Kongo eben Ende der 2000er Jahre schon ein paar der Rohstoffe irgendwie teilweise verscherbelt wurden. Und das ist dann auch der Punkt, wo ich sagen muss, was Sie vorhin schon mal kurz angesprochen haben, dieses, ganz knapp hatten wir das schon mal angesprochen, dieser Punkt, dass China sich beispielsweise sagt, wir mischen uns nicht ein in die inneren Angelegenheiten eines anderen Staates. Das heißt natürlich, das kann man erstmal positiv sehen, ne? Also keine neokoloniale Einmischung, wir sagen denen nicht, wie sie zu handeln haben. Ja, auf der anderen Seite machen sie dann halt aber auch Deals mit ganz klaren Potentaten und Autokraten. Und diese Vorteile von der neuen Akteurskonstellation sind im Einzelfall dann natürlich wieder aufgehoben. Absolut. Also ein Aspekt, den Sie gerade angesprochen haben, ja auch dieses, was kommt bei der Bevölkerung häufig an, ist ja gerade das, was bei China häufig kritisiert wird, weil die zwar Infrastruktur bauen, Bahnverbindungen, Autobahnen, was auch immer, aber mit eigenen Arbeitskräften größtenteils, die sie einfliegen. Das heißt, sie bringen zwar eine ganze Menge Geld ins Land vielleicht oder nehmen sie Geld aus dem Land, weil sie das Zeug bauen, die Infrastruktur, aber sie schaffen damit Infrastruktur, was ja durchaus die Wirtschaft anregen kann, aber sie schaffen keine Arbeitsplätze vor Ort, sie bilden keine Menschen aus, was nachhaltig wirklich dazu führt, dass das Land auf eigenen Füßen stehen kann.
Aber auch das, auch die EU ist da ja kein Kind von Traurigkeit. Also wir haben ja auch Freihandelsabkommen mit afrikanischen Ländern getroffen, die nicht unbedingt gerade vorteilhaft für diese Länder waren, die sie teilweise auch eher ablehnend behandelt haben, wo wir aber gesagt haben, naja, wenn ihr mit uns handeln wollt, dann so. Ich glaube, jeder kennt inzwischen die Geschichten von den Hühnchenresten, die in Afrika landen, oder von den gigantischen Elektroschrotthaufen, die wir nach Afrika schicken. Das heißt, auch da wird Afrika ja doch, oder Afrika wieder als grobes genannt, doch von sehr, sehr vielen Ländern immer noch auch ausgenutzt, dadurch, dass sie halt keine starke Verhandlungsposition innehaben. Ja, das ist auf jeden Fall in vielen Fällen noch so. Hängt natürlich also einmal mit dem Problem zusammen, dass in einigen afrikanischen Staaten einfach die Regierungsführung, also das muss jetzt gar keine lupenreine Demokratie sein, aber zumindest eine gewisse Rückkopplung, eine gewisse Verantwortlichkeit gegenüber wem auch immer, der, also eine Überwachungsinstanz in diesen Ländern, die natürlich manchmal fehlt. Und auf der anderen Seite natürlich das Problem, dass ein Machtgefälle herrscht zwischen einem, ich habe es vorhin schon mal gesagt, vielleicht einem mini-afrikanischen Land auf der einen und einem riesigen externen Akteur. Und das ist natürlich auch zum Beispiel die EU, also die allein an Manpower, die irgendwelche Handelsverträge aufsetzen, natürlich wie in afrikanischen Staaten hier weit überlegen ist und auch ganz brutal teilweise, das haben Sie auch angedeutet, ihre Interessen durchsetzt, beispielsweise mit diesen Freihandelsabkommen, wo auch eigentlich im Widerspruch zu jeder anderen offiziell verkündeten EU-Linie auch teilweise gar keine Rücksicht genommen wurde, welche vorhandenen afrikanischen Regionalorganisationen es gibt, die eigentlich genau dafür zuständig wären, solche Freihandelsabkommen auszuhandeln. Da wurden dann teilweise neue Kombinationen von Ländern von EU-Seite als Verhandlungspartner ausgesucht, die dieses eh schon unübersichtliche Bild der Regionalorganisationen in Afrika noch komplizierter gemacht haben. Und auch teilweise wirklich, ich habe eben schon mal gesagt, mit dieser Machtposition wurde versucht, da Sachen durchzudrücken. Das hat nicht immer funktioniert, aber es ist auch viel Porzellan zerschlagen worden von EU-Seite in den letzten Jahren. Aber manchmal funktioniert es halt auch. Und da ist, also ich, das wäre jetzt eigentlich fast schon einer meiner Grunderkenntnisse, die ich so, was Afrika betrifft und die afrikanische Brille, die ich so nicht explizit aufhabe, aber wenn ich sie aufsetze, doch habe, dass ich glaube, eine, das ist auch keine mega Erkenntnis, aber eine der klaren Lehren sein muss und eigentlich nur sein kann, dass man diese entweder panafrikanische oder zumindest für afrikanische Regionen, Ostafrika, wie auch immer, regionale Organisationen, dass man die stärkt und dass die afrikanischen Staaten viel stärker, noch stärker, als sie es jetzt schon tun, versuchen müssen, da ihre Interessen zu bündeln. Also, dass es keinen Sinn macht, eigentlich, wenn eben, also so ein, keine Ahnung, ein kleines Land, Guinea-Bissau, mit China irgendwelche Rohstoffverträge verhandelt, weil da eigentlich ein, also schon in der Grundkonstellation, ein Machtgefälle, ein Know-how-Gefälle, ein Verhandlungserfahrungsgefälle, ein wirtschaftliches Gefälle drin steckt, das eigentlich fast nur zu nicht idealen Ergebnissen führen kann. Und eine der großen Erkenntnisse, die aber nicht die große ist, aber das ist, finde ich, eine der wichtigsten Sachen, ist, dass hier ganz klar die Afrikanische Union und die Regionalorganisationen gestärkt werden müssen. Die müssen auch, also operativ wirklich viel mehr übernehmen. Und das Schlimme fast schon ist jetzt aus europäischer, deutscher Sicht, wie ich es eben schon mal gesagt habe, dass die EU natürlich stärkt, eine der großen Punkte ist, dass die EU die Afrikanische Union stärkt. Das macht sie auch, ja. Aber gleichzeitig wird dann in den Verhandlungen zu diesen Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit Afrika, werden dann neue Geografien aufgemacht und die Regionalorganisationen, die bestehenden, wieder geschwächt. Und es sind so Widersprüche, die da drin sind, nicht nur da, aber das ist so einer, der einen manchmal wirklich fragen lässt, warum das so ist. Weil nochmal der einzige richtige Weg, glaube ich, ist, also
Also einmal die Demokratie und verantwortungsvolle Regierungsführung in den einzelnen Ländern zu stärken und dann irgendwie die Verhandlungsmacht weiter zu poolen, um eben dieser, wie ich vorhin schon mal gemeint hatte, dieser neuen Akteurskonstellation, die grundsätzlich positiv ist, auch wirklich dann das Optimum rauszuholen aus afrikanischer Perspektive. Es tut mir leid, aber ich höre immer wieder Divide et Impera heraus. Also wenn Sie sagen, es gibt ja afrikanische Organisationen, Sie haben die EU angesprochen, es gibt noch andere regionale Organisationen und dann kommt die EU und jetzt ein bisschen übertrieben, überspitzt formuliert, zieht wieder Grenzen wie im 19. Jahrhundert und sagt, nein, wir möchten aber mit den Staaten als Konglomerat verhandeln, schwächen sie damit ja wieder eine andere Gruppierung und sorgen ja so dafür, dass genau das, was Sie gerade beschrieben haben, dass kleine afrikanische Staaten oder kleine Gruppierungen, schwache afrikanische Staaten mit einem viel größeren Handelspartner verhandeln müssen. Und das sorgt ja schon wieder dafür, dass man automatisch an diesen Ausspruch denken muss. Und im Extremfall ist es ja sogar so weit, also ich kenne ein sehr präsentes Beispiel von Philip Morris International, was ja, glaube ich, die größte oder zweitgrößte Zigarettenmarke der Welt ist. Die haben gegen Togo haben die eine Klage angestrebt, wo es darum ging, dass Togo, ich glaube, die wollten diese Bilder, diese abschreckenden Bilder auf ihre Zigarettenverpackung drucken. Und Philip Morris International hat gesagt, nein, wir verklagen euch darauf. Und da hat Togo natürlich gesagt, ey, unser Bruttoinlandsprodukt ist kleiner als der Umsatz von Philip Morris. Was sollen wir da machen? Und da reden wir nicht davon, dass die USA oder China oder die EU auftreten, sondern da reden wir davon, dass Firmen, also privat geführte Unternehmen, mehr Macht in solchen Verhandlungen haben als ganze Länder. Also ich meine, dieses Divide et Impera, da ist sicher was dran. Man muss halt aber auf der anderen Seite auch sehen, das wird vielleicht durch so ein bisschen Rhetorik manchmal nicht mal ganz so klar gemacht, aber wenn die EU als Außenhandelsakteur auftritt, macht sie das natürlich im Eigeninteresse, ist klar. Das macht China und Indien genauso. Das Seltsame ist dann nur, dass wenn man eben Politikfeldübergreifendes anschaut, dass auf der anderen Seite dann, das sind teilweise im Spezifischen innerhalb der EU, dann andere Akteure, andere Kommissare, andere Generaldirektionen und so weiter ja schon, aber dass dann im entwicklungspolitischen Bereich eine andere Rhetorik vorherrscht. Aber dass im Handelsbereich natürlich diese Staaten erstmal auf ihren, also die EU oder auch China und Indien auf ihren eigenen Nutzen ausgelegt sind, ist klar. Und deswegen meine ich ja, kann die Lösung nicht sein, jetzt mal wieder mit der afrikanischen Brille gesprochen, hoffen darauf, dass irgendwie noch mehr Kohärenz in der EU einkehrt, was nicht passieren wird wahrscheinlich, sondern eben einfach schlicht die eigene Position zu stärken, indem man beispielsweise eben die Verhandlungsmacht auch poolt und mehr zusammen. Und da ist halt, also da gibt es natürlich, AU war der größte Ansatz und jetzt so Freihandelszone, die jetzt so langsam im Entstehen ist auch, aber das ist immer noch nicht eben so weit, wie es wirklich wichtig wäre, dass es ist. Natürlich darf man jetzt auch nicht in die Falle laufen und sagen, oh, die AU ist noch nicht so weit wie die EU. Mhm. Die EU hat auch, das gibt es jetzt auch schon seit 70 Jahren fast und es hat auch ewig gedauert, bis wir so weit waren und wir wissen auch, wie die internen Differenzen sind. Und es sind nochmal doppelt so viele Staaten wie jetzt schon. Also wenn die EU mit 54 Staaten gegründet worden wäre, weiß ich auch nicht, wo wir jetzt heute wären. Das ist klar, das ist viel, viel aufwendiger und noch diverser als in Europa. Aber letztlich ist es, glaube ich, trotzdem einer der Wege, um eben aus diesem Divide et Impera Problem ein bisschen rauszukommen. Ja. Dann packen wir mal langsam den groben Pinsel ein bisschen weg, kommen wir vielleicht mehr Richtung Feinländer. Wir haben ja jetzt über Indien und Afrika ausführlich gesprochen, kommen wir zurück zur eigentlichen Arbeit. Und zwar würde ich da, bevor wir dann auf die indische Afrikapolitik noch ein bisschen näher einkommen, würde ich gerne auf den letzten Teil des Titels zurückgehen, und zwar auf die Millennia-Old Relationship. Können Sie uns dann jetzt erstmal wieder grob, es tut mir leid, einen groben Überblick geben, wie das aussieht, wie sich das über die Zeit entwickelt hat, die Beziehung zwischen Indien und den afrikanischen Staaten, wahrscheinlich eher Ost- und Südafrika. Ja, also da muss ich jetzt echt aufpassen, dass ich jetzt nicht zwei Stunden am Stück rede. Also ich
Ich fange mal ganz am Anfang an. Also Millennia All deswegen, weil einfach wirklich sicher ist und belegt ist, dass direkte Handelskontakte mehr als 2000 Jahre her sind. Mhm. Also im chinesischen Fall zum Beispiel sind indirekte Kontakte so lange belegt, weil eben diese indirekten Kontakte meistens über indische Mittler zwischen China und Afrika stattfanden und diese indischen Händler aber schon wirklich mehr als 2000 Jahre lang mit Afrika in Kontakt standen. Das hat man dann auch, also da gab es mal ein Buch, ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, das ein ganz schöner Ausdruck ist, diese Monsoon Culture hat der das genannt. Also dieser indische Ozean, der ja das verbindende Element zwischen Indien und vor allem eben Ost- und südliches Afrika ist, wo schon damals dann das Wissen da war, wann die Winde günstig sind. Also da wurde in der einen Jahreszeit hingefahren und in der anderen Jahreszeit zurück. Und diese Handelsbeziehung gibt es eben schon ewig. Und dann so im, ich glaube, so ein, also Anfang des europäischen Mittelalters, also so 7. Jahrhundert ungefähr, gab es dann auch schon indische Siedlungen in Afrika, die das dann noch klar gemacht haben, dass hier wirklich schon, also wo man dann auch archäologisch sehen kann, okay, da gab es dann wirklich schon wirklich institutionalisierte Kontakte. Und in irgendeinem Buch steht auch, dass dann in dieser Zeit wirklich schon von einem gut organisierter administrativen Infrastruktur im Schiffsverkehr die Rede war. Und dass dieses Wissen von Navigation, Winden, Geografie eben auf beiden Seiten, also auf der afrikanischen wie auf der indischen Seite, vom jeweiligen Gegenüber schon sehr verbreitet war. Das hat sich natürlich, Sie haben es eben schon angedeutet, vor allem beschränkt, also einmal auf die Inseln im Indischen Ozean, die zu Afrika gerechnet werden, aber dann vor allem eben Festland jetzt Ost- und südliches Afrika, ging dann aber auch schon ein bisschen immer mehr ins Festland hinein, also irgendwann zum Beispiel Simbabwe, oder sogar schon mit den Kupferminen im Kongo gab es dann auch schon so ein also Hinterlandhandel sozusagen. Das war aber so grob das, was da passiert ist. Und diese Monsoon-Culture, wie es eben bezeichnet wird, war eben vor allem eben Handelsaustausch, also Gold, Elfenbein, Leopardenfelle, aber auch damals auch schon teilweise Sklaven, die auch nach Indien teilweise gebracht wurden. Und ein Punkt vielleicht hier schon, das ist auch ganz, ganz interessant, der bis heute nachwirkt, warum das so interessant ist, diese Geschichte bis heute, dass dieses Narrativ dadurch entstanden ist und bis heute, also Modi zum Beispiel, also Narendra Modi in seinen Reden immer wieder kommt, der Indische Ozean und der Monsun als das verbindende Element, diese Handelswinde des Monsuns, das ist eben, also Neighbors Next Shore heißt auch ein Buch, also nicht Next Door, sondern Next Shore, was so alles so Punkte sind, die bis heute immer wieder auftauchen, diese alte Verbindung, dass es auch friedlich war, multiracial Kultur war, und deshalb ist der Indische Ozean bis heute eben so ein wirklich also mächtiges Symbol für diese indisch-afrikanischen Beziehungen. Was dann natürlich kam, und das verstärkt aber fast nur noch diesen Symbolgehalt der Geschichte, dass dann natürlich irgendwann die Europäer und damit natürlich der Kolonialismus auf die Bühne getreten sind, also als da Gama und das Kap der Guten Hoffnung umrundet hat und dann die Portugiesen ziemlich schnell diese Trading Routes da, also im Indischen Ozean, dominiert haben, kam es eben letztlich zum Ende dieses, was ich eben beschrieben habe, dieses also wirklich jahrhundertelang anhaltenden indisch, auch arabisch, aber indisch-afrikanisch-arabischen Wirtschaftssystem, sagen wir mal. Und dieser ganze Bereich dort wurde dann in diese europäische Rivalitäten reingezogen. Ja, dann lassen wir mich da ganz, ganz kurz einmal anhaken. Sie haben ja gesagt, dass sehr schön dargestellt, die jahrhundertelange Handelsbeziehung. Jetzt darf man sich ja damals, so wie heute Afrika, auch Indien nicht unbedingt als geballte Macht darstellen, sondern auch das war ja nicht geeint und hatte unterschiedlich große Mächte, die untereinander ihre Kriege auch geführt haben. Gleichzeitig haben Sie gesagt, das ist auch irgendwo als Mittler für China.
diente, was ich spannend finde, weil ich glaube, die meisten haben inzwischen schon mal von Zheng He gelesen, diesen großen Entdeckungsfahrten der Chinesen, witzigerweise kurz bevor die Portugiesen aufgetaucht sind, die auch über Indien logischerweise dann mit Ostafrika Kontakt hatten. Und die Frage, die ich da gerne stellen würde, ist, bei all diesen Handel und diesen schönen Sprüchen, die Modi und Co. da fabrizieren, gab es jemals irgendeinen Eroberungsanspruch Indiens von gewissen Regionen Afrikas oder vielleicht von gewissen Zipfeln Afrikas, wo man gut Handelsposten aufsetzen konnte oder sowas? Gab es das auch oder war es wirklich friedlicher Handel weitestgehend, wenn man mal vom Sklavenhandel absieht, der natürlich nicht friedlich ist? Ja, genau. Also das wollte ich gerade sagen. Also Sklaven war natürlich eine andere Geschichte, aber sowas Ähnliches, sowas Vergleichbares wie das, was dann die Europäer angefangen haben, gab es nicht. Nee, gab es einfach nicht. Also es gab diese Settlements, also und auch manche Städte, die dann also später vor allem dann entstanden sind, also in der Kolonialzeit dann schon, waren dann auch sehr indisch geprägt, aber sowas Vergleichbares wie eine koloniale Landnahme oder jetzt hier, ich ramme hier jetzt meine, was auch immer die Flagge damals war, von dem indischen Substaat, meine indische Substaatflagge hier rein, sowas gab es nicht, nee. Das heißt aber, wenn Inder sich, wie Sie gerade sagen, schon auch in Afrika angesiedelt haben, dass sie sich auch in gewissen Maßen natürlich auch wirklich integriert haben in die lokale Bevölkerung, ohne sich zur Oberschicht aufzuschwingen zwangsweise. Ja, also zumindest für diese Phase, wo wir jetzt gerade noch sind, vor der Phase des Kolonialismus war das so, aber das ist jetzt aber, also ja, das deshalb stimmt dieses Narrativ schon, dass es damals friedlich war. Auf der anderen Seite ist es jetzt, glaube ich, aber für diese Phase jetzt auch nicht so außergewöhnlich. Ich meine, also das ist jetzt vielleicht, ich weiß nicht, diesen Vergleich habe ich noch, selbst kam ja noch nie so, aber zum Beispiel die Hanse hatte ja auch irgendwo in Russland Handelsstützpunkte, wo dann auch also deutsche Kaufleute oder deren Vertreterinnen dort waren, was aber natürlich dann auch jetzt nicht vergleichbar ist mit dem, was die Europäer dann in Afrika gemacht haben, nämlich der kolonialen Landnahme. Auf der anderen Seite haben die sich auch dann, glaube ich, nicht jetzt so integriert damals schon in der Zeit. Also wenn es Händler waren, weil die dann ja einfach mit dem nächsten Wind ein halbes Jahr später wieder zurückgefahren sind. Also das war jetzt noch nicht, glaube ich, so, dass es eine allerdings geht es jetzt auch ehrlich gesagt ein bisschen über meine Expertise da hinaus, weil ich jetzt weder Historiker noch Archäologe bin. Aber ich, was ich so von der Literatur zu der Frage glaube zu wissen, ist, dass es da jetzt noch keine wirkliche oder wenn dann nur kleine, langanhaltende Durchmischung oder wirklich Aktivität gab, die über eine Ansiedlung zu Handelszwecken hinausging. Ja, schöner Vergleich mit der Hanse, bin ich auch noch nicht drauf gekommen. Aber, ja, das kam mir gerade eben sowas gar nicht mehr. Wer weiß, also oberflächlich klingt es erstmal nach einem guten Vergleich, von daher lassen wir ihn auf jeden Fall drin. Und beim Norddeutschen bin ich ja sowieso immer gut dabei. Ne, jawohl, sehr schön. aber jetzt weit weg vom Norddeutschen, wir waren dabei, dass die Portugiesen und die anderen Kolonialmächte kamen. Genau, also das ist natürlich, ich habe es schon mal, trägt auch zu diesem Narrativ bei und ja auch völlig zu Recht, dass natürlich diese weitgehend friedliche nicht auf durch irgendeine Dominanz geprägte Beziehung dann plötzlich reingezogen wurde in eine vor allem eben europäische Großmächte-Rivalität und den Kolonialismus mit sich gebracht hatte. Also dass dann eben ganz schnell einmal der Handel dominiert wurde von den Europäern, dass dann ganz schnell eben natürlich noch nicht jetzt ins Festland wirklich hinein, das kam erst später dann so, also der koloniale Besitz genommen wurde, aber diese Handelsstützpunkte nach und nach eben von Portugiesen, von Briten, von Franzosen, von den Holländern aufgebaut wurde und nach dann eben immer mehr doch diese ins Land hineingehende Landnahme, gewaltsame Landnahme eben kam. Und dass praktisch dieses Ende dieses indo-afrikanischen Raums durch externen europäischen kolonialen Einfluss kam und dann eben das Verbrechen sozusagen seinen Lauf nahm
Und beide eben, also ist wieder mal grob gesagt, die Afrikaner und die Inder eben in diese koloniale Unterdrückung hineingeraten sind. Und ja auch, was Süd und groß, die größten Teile des südlichen und des östlichen Afrikas betrifft, letztlich dann von den Briten, das heißt auch von der gleichen, von derselben kolonialen Macht. Also das ist auch noch ganz wichtig für diese indisch-afrikanischen Beziehungen. Und was auch noch ganz entscheidend ist, und das habe ich eben schon mal so kurz angesprochen, als ich gemeint hatte, mit den Durchmischungen und so weiter. Was dann nämlich kam, ist, dass mit dem Ende der Sklaverei die Briten dieses System, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was da die deutsche Übersetzung richtig ist, also diese indentured labor, also so Lohnsklaven, kann man vielleicht dazu sagen. Mhm. Also die Sklaverei war abgeschafft und es war jetzt dann keine Sklaverei mehr, aber die haben teilweise unwissend, also Leute, die nicht wirklich wussten, auf was sie sich einlassen, auf 5 Jahre oder auf 10 Jahre verpflichtet, auf Plantagen zu arbeiten, haben denen die Überfahrt bezahlt und auch ein bisschen Geld, aber letztlich waren es Lohnsklaverei. Und in diesem Indentured Labor System sind eben unglaublich viele Inder nach Afrika gekommen. Also einmal aufs Festland, aber auch auf die Inseln, also Mauritius, das wissen Sie ja vielleicht, ist ja bis heute eben, ich glaube, 70-75% indischstämmige Bevölkerung. Mhm. Und so sind unglaublich viele Inderinnen nach Südliches ins Östliche und auf die afrikanischen Inseln gekommen und sind bis heute eben der Kern dieser indischen Diaspora, die dort ist. Und auch das ist dann wieder, also wirklich in Menschen praktisch sichtbar, eine und gleichzeitig kolonial aufoktroyiert, ein Bild, ein Symbol für diese Beziehung zwischen Indien und Afrika. Und der berühmte, also einmal diese Lohnsklaven, und dann muss man noch dazu sagen, dass natürlich im Gefolge dieser Lohnsklaven auch diese Passenger Indians, wie sie genannt wurden, kamen, also freiwillig, völlig freiwillig umsiedelnde Inderinnen, die nach Afrika gegangen sind, um eben für die dann wachsenden indischen Communities in diesen Ländern Dienstleistungen anzubieten, also beispielsweise Ärzte, Rechtsanwälte, aber auch Köche und sowas sind dann gekommen. Und der berühmteste ist natürlich Gandhi, der ja als Rechtsanwalt nach Südafrika gegangen ist, weil er dort eben einfach Rechtsanwalt für die indische Community dort war. Und so ist eben durch den Kolonialismus eine indische Community, eine indische Diaspora im südlichen und im östlichen Afrika entstanden, was eben auch bis heute immer wieder erwähnt wird und auch bis heute, die gibt's einfach bis heute. Ne? Und diese Diaspora ist auch ein bisschen unterschiedlich teilweise, aber die ist natürlich integriert, relativ weit integriert. Das war jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben gesagt, die ist aber auf jeden Fall, wenn man das Gegenbild nimmt, nicht so, wie Sie es vorhin beschrieben haben, dass die Chinesen heute mal 10.000 Arbeiter einfliegen, die wohnen dann in Camps und nach 3 Jahren, wenn die Eisenbahnstrecke fertig ist, gehen sie wieder zurück. Also das ist das Zerrbild, das Gegenbild natürlich so nicht, die sind schon noch als Community sichtbar, aber die leben seit mittlerweile halt teilweise über 150 Jahren in diesen afrikanischen Ländern und sind auch Staatsbürger dieser afrikanischen Länder. Aber dann lassen wir uns doch ganz kurz bei dieser Diaspora bleiben, weil am Anfang haben Sie ja gesagt, es sind Lohnsklaven oder wie man ja euphemisierend gerne sagt, Vertragsarbeiter, die... die das ist wahrscheinlich das Gute, das korrekte Wort. Ja, das stellt... ich finde, das andere deckt es besser ab, aber das andere ist politisch korrekt. Ja, formell das korrekte Wort. Genau, also erst wirklich für niederste Arbeiten und dann wechseln sie aber und sagen, es kommen später mit Gandhi, unter anderem Gandhi, kommen Ärzte, Anwälte etc. Mhm. Das heißt, sehen wir da doch wieder, dass dann die Inder, die in Afrika sind, grob gesprochen eher zur Oberschicht neigen, als dass sie sich quasi in den, wieder sehr pauschal gesagt, in den Rest der Afrikaner quasi irgendwo in der Mitte eingliedern? Ja, also was Sie da ansprechen, ist so ein bisschen ich glaube, ich habe den Begriff vorhin auch schon mal, also so ein zweischneidigen Schwerter dieser Beziehungen über die Diaspora. Weil auf der einen Seite kann man natürlich sagen, um diesen Punkt nochmal aufzugreifen, natürlich ist es
Auf den ersten Blick erstmal ein Vorteil. Wenn ein Land wie Indien eine indische Diaspora in Afrika hat, manche sagen dann, das ist so ein Zugangskanal in dieses Land. Man hat dann zwar nicht mehr Staatsbürger indische, aber dennoch indischstämmige Personen, die vielleicht irgendwie so ein, ja, das Land für einen öffnen können, die Expertise vielleicht teilen können, die für Wirtschaftsunternehmen aus Indien Ansprechpartner sind, wie man sich in dem afrikanischen Land dann da am besten niederlässt. Auf der anderen Seite natürlich haben Sie jetzt schon angesprochen, dass es insofern ein zweischneidiges Schwert ist, als diese Diaspora von der, ich sage jetzt mal, Nicht-Diaspora-Bevölkerung in diesen afrikanischen Staaten, wie die gesehen wird von denen natürlich. Ne? Und hier ist es so, dass in manchen afrikanischen Staaten die indischstämmige Bevölkerung wirklich zur zumindest wirtschaftlichen Elite gehört. Also dass in manchen Staaten also die Zahlen habe ich jetzt nicht parat und die sind auch manchmal nicht so wirklich gut belegt, aber dennoch einen großen Teil der wirtschaftlichen Aktivität und weit über ihre eigentlich Anteil an der Bevölkerung hinaus wird von indischstämmigen Personen kontrolliert. Und das ist natürlich der Punkt, wo dann teilweise in der Geschichte in den 70ern, in den 1970ern ist es ja auch passiert, dann teilweise Vorwürfe laut wurden. Also Idi Amin in Uganda hat die ganze asiatische Bevölkerung mal rausgeworfen, also gewaltsam rausgeworfen aus dem Land, weil sich sowas natürlich gerade von Populisten leicht nutzen lässt, aber eben auch wirklich ein Problem ist in der normalen Bevölkerung, wenn so eine Gruppe als irgendwie Teil der Elite gesehen wird und die sich dann fragen, wie kann das denn sein, dass die da so viel wirtschaftliche Macht innehaben. Also das ist teilweise wirklich ein Problem, ist aber auf der anderen Seite jetzt auch nicht so, dass es den alle Vorteile aufwiegt, die jetzt aus, wieder mal mit der indischen Perspektive gesprochen, oder alle Vorteile kaputt macht, die eine Diaspora in einem afrikanischen Land für Indien darstellen. Auf der anderen Seite jetzt wieder anders gewendet, mein Argument. Haben Sie vielleicht mitgekriegt in Südafrika, was natürlich nicht gut für Indien war, dieser Skandal oder diese Skandale um diese Gupta-Familie. Ja. Das sind so zwei indische Businessmen, die da, genaues weiß man nicht, aber die wohl praktisch die gesamte ehemalige Staatsspitze und der Summa oder die Hälfte der Staatsspitze irgendwie mit Korruption zu Entscheidungen gebracht haben, die für sie gut waren und noch unglaublichen Einfluss hatten. Und solche Sachen sind natürlich für die indische Afrika-Politik nicht gerade gut. Also quasi auch da wieder, dadurch, dass viele Inder in diesen Ländern leben, haben die Inder tatsächlich ein ehrliches Interesse daran, dass diese Länder sich positiv entwickeln. Gleichzeitig heißt das aber auch, wie wir vorhin schon hatten, nicht unbedingt, dass das auch bei dem durchschnittlichen Einwohner dieses Landes wirklich ankommt. Aber um die Geschichte quasi nochmal ganz schnell up to date zu bringen, vom Kolonialismus bis heute. Sie haben schon gesagt, in den letzten Jahren hat es dann zu einem extrem starken Anstieg des Handelsvolumens zwischen diesen beiden Ländern geführt. Können Sie das noch ein bisschen ausführen? Ja, also mit der Geschichte, ganz kurz um die, vielleicht eine halbe Minute, um die paar Jahrzehnte zu überspannen. Kolonialismus, dann eben die Inder waren natürlich mit die Ersten, die unabhängig wurden, waren dann auch insofern ein Vorbild für viele afrikanische Unabhängigkeitsbewegungen und haben auch, das habe ich vorhin schon mal gesagt, Indien hat dann auch diese Unabhängigkeitsbewegungen in der UN beispielsweise sehr stark unterstützt. Dann kam so eine Phase, als beide Seiten dann weitgehend ihre Unabhängigkeit erlangt haben, die, weil Sie jetzt auf Wirtschaftsbeziehungen ansprechen, wirtschaftlich gesehen überhaupt nicht interessant ist. Also da war eigentlich fast überhaupt nichts Berichtenswertes, also bis praktisch in die 90er, 2000er. Was einfach schlicht damit zusammenhängt, was man auch, wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen, dass Indien so ein bisschen so ein Unbekannte hier ist, was man, glaube ich, gar nicht so weiß, dass Indien bis in die 90er letztlich eine Planwirtschaft war. Also das war zwar eine Demokratie, aber
Wir verbinden mit Demokratie immer freie Marktwirtschaft, aber das ist gar nicht zwingend, sondern Indien war eine Demokratie mit einer Planwirtschaft. Das also finde ich einen ganz tollen Punkt, den Sie ja gerade ansprechen, ja. Weil das ist genau das. Wir sagen, okay, Demokratien sind freie Marktwirtschaften und Diktaturen sind Sozialismus, ja, und Planwirtschaft. Das ist wirklich das, Kapitalismus und Demokratie werden hier ganz häufig gleichgesetzt. Ja, genau. Und der indische Fall war eben so ein Beispiel, wo es genau anders war. Also das waren, bis vor kurzem gab es da so 5 oder 10 Jahrespläne. Also wirklich die ganze sowjetische, eigentlich mit der Sowjetunion nur verbundene Begriffe tauchen da auf. Und das war eine Planwirtschaft. Und das hieß eben auch sehr protektionistisch, sehr wenig, also oder anders gesagt, sehr stark auf Autarkie ausgelegt. Also wir sind Selbstversorger, wir wollen gar nicht groß importieren oder exportieren. Es gab unglaubliche Einschränkungen. Also man konnte eigentlich auch gar nichts exportieren und es sollte auch gar nichts groß importiert werden. Hat natürlich dazu geführt, jetzt, dass die, also jetzt mal aus der doch wieder marktwirtschaftlichen neoliberalen Perspektive betrachtet, die Wachstumszahlen natürlich auch dann sehr gering waren. Und vor allem das Dumme war, dass mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion der planwirtschaftliche Vorbild so ein bisschen und auch einer der wirklich wichtigen Handelspartner und vor allem einer der wichtigsten Rüstungslieferanten abhanden gekommen ist, praktisch von heute auf morgen. Und gleichzeitig nebendran mit China ein Land war, das seit, also 89, 90, dann ja schon seit 10 Jahren, angefangen hat Deng Xiaoping, die Öffnung hatte und wo die Wirtschaftszahlen durch die Decke gingen. Und dann hat Indien eben 1990, 91 ist Indien in eine unglaubliche Zahlungskrise gefallen. Also die Engländer haben dann mal Gold als Sicherheit ausgeflogen, was dann so eine ziemliche Demütigung auch noch war. Und die waren einfach kurz vor der Zahlungsunfähigkeit, der indische Staat. Dann kam es eben zu diesem Big Bang, kann man sagen, dass 91 die indische Liberalisierung begonnen hat, wirtschaftliche Liberalisierung, die Indien eigentlich dann, also einmal 10 Jahre später als China begonnen und dann Indien zu dem gemacht hat, wie wir es heute eigentlich wahrnehmen, als schon eher eine Marktwirtschaft. Also immer noch viele andere Aspekte drin, aber schon eher eine Marktwirtschaft. Und es heißt aber auch, dass natürlich dieser Außenhandelsfokus oder überhaupt wirklich eine nennenswerte Wirtschaftskooperation im Sinne von Handel zwischen Indien und Afrika vor 89, 90 eigentlich wirklich nicht groß berichtenswert ist. Und erst danach überhaupt, also wegen der indischen Entwicklung überhaupt erst wirklich überhaupt auch aufkommen konnte. Dann aber allerdings spektakulär. Ja, sehr schön. Aber das ist spektakulär. Ich hatte jetzt gelesen, dass zum Beispiel in den letzten Jahren das Handelsvolumen durchschnittlich pro Jahr um 17% oder 17,6% oder sowas gewachsen ist. Das sind ja Zahlen, die man, wie wir schon mehrfach jetzt hatten, eher aus China gewohnt ist, beziehungsweise die wir von dort kennen und das, was ja wieder ein Zeichen dafür ist, dass es gerne vergessen wird. Um vielleicht ein bisschen mehr ins Detail hier jetzt mal zu gehen, können Sie uns ein paar konkrete Projekte nennen der indischen Politik, der indischen Wirtschaft in Afrika, die so ein bisschen so Leuchtturmfunktion vielleicht haben? Ja, also vielleicht davor noch mal ganz kurz einfach so ein paar konkrete Zahlen, weil das ist ja auch da habe ich auch riesig rumgerechnet die ganze Zeit in meiner Arbeit. Also was man auch nicht vergessen darf, natürlich die afrikanische Seite trägt da auch ihren Teil dazu bei, weil natürlich die afrikanischen Wachstumszahlen auch spektakulär waren und sind. Ja. Ne? Also vor allem eben immer aus der Perspektive einer, ich sage jetzt mal so, gesättigten Industrienation wie Deutschland, sind natürlich solche Wachstumszahlen, wie sie sowohl in Indien als auch in Afrika waren, spektakulär. Und es hat dazu geführt, dass dann, also vom Handel zum Beispiel, ich habe das dann ausgerechnet, zwischen 2001 und 2017, Handel zwischen Indien und Afrika, war die durchschnittliche Wachstumsrate 17% pro Jahr. Und es hat dazu geführt, also wenn man es mal ganz konkret macht, 1990 war der gesamte Handel zwischen Indien und Afrika gesamt 1 Milliarde US-Dollar. 2000 war er schon 5 Milliarden, aber auch nicht toll, also immerhin verfünffacht aber. Und dann ging es aber so richtig ab und der Höchststand war im Jahr 2014 bislang mit 68 Milliarden. Also das hat sich dann einfach ver-68-facht seit 1990. Und das sind schon ziemlich, ziemlich interessante Zahlen, finde ich. Vor allem auch, wenn man guckt, dass Indien heute, da meine ich immer vor Corona, weil
Einmal gibt es für 2020 noch keine, glaube ich, wirklich guten abschließenden Zahlen. Und die ganzen Zahlen, die ich gemacht habe, sind eben für die Zeit 17, 18, 19 so gewesen, dass Indien heute halt der zweitgrößte Handelspartner Afrikas ist, wenn man auf Länder schaut. Also China der größte und dann kommt Indien. Die EU als Block ist natürlich insgesamt der größte, ja. Aber wenn ich die einzelnen Länder anschaue, ist Indien Afrikas zweitgrößter Handelspartner. Und das ist, glaube ich, auch sowas, was also hier zumindest in Deutschland kein Mensch wüsste. Also ja, wo man einfach auch sieht, ich habe es vorhin schon mal gesagt, die Europäer nicht mehr the only game in town. Bis vor, also in den 90ern waren natürlich die USA, Frankreich, Großbritannien und so weiter klar die wichtigsten. Und jetzt sind es halt China und Indien. Und die Wachstumszahlen ja auch sind zu diesen Ländern die höchsten, nicht mit den Europäern. Ne? Also das wird sich auch noch so weiterentwickeln. Jetzt mal so von Projekten, also was man da sagen muss, weil Sie haben das Wort Leuchtturmprojekte erwähnt, vielleicht eine kleine Sache, die da häufig kommt, weil dieses Leuchtturmprojekt-Wort kommt immer bei China, Afrika ganz häufig, wenn dann so gesagt wird, okay, die Chinesen haben hier ein Stadion hingestellt und haben da irgendeine riesige Autobahn oder ein Kraftwerk hingebaut, wo man immer auch, also Kraftwerke sind ja sinnvoll vielleicht, aber so Stadien, da hat auch teilweise so dieses White Elephant, also dieses sinnloses Leuchtturmprojekt Geschmäckle dabei. Die Inder oder Indien an sich ist weniger bei solchen wirklich groß sichtbaren Sachen aktiv. Das sind eher so das, was die Chinesen versuchen teilweise, um eben auch eine schöne PR-Story hinzubekommen. Das indisch-afrikanische Geschehen, was Handel und Investitionen anbelangt, ist gerade im Vergleich zu China privatwirtschaftlicher geprägt und auch insgesamt muss man einfach sagen, trotz Platz 2 auf einer kleineren Flamme. Und Indien hat, also wenn man es mal auch so sektoral betrachtet, sich andere Nischen irgendwie rausgesucht. Hier aber kann man dann doch, also mit diesem ganzen wieder mal ein Disclaimer vorgeschaltet, doch von so ein paar Leuchtturmsachen sprechen. Und das ist natürlich, wir haben es vorhin ja schon mal angesprochen, jetzt gerade unter Corona wieder aktuell, natürlich die Pharmazie-Sache, also die Medikamente. Da ist Indien seit Jahrzehnten günstige Weltspitze, sagen wir mal, in der Herstellung. Also dieses India Serum Institute ist ja, der weltgrößte Impfhersteller. Mhm. Und das betrifft auch den Generika-Bereich, also günstige Nachahmerprodukte. Und hier ist Indien einfach, aber privatwirtschaftlich eben, also nicht irgendwelche Staatskonzerne, sondern Privatwirtschaft unglaublich stark. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo man sagen kann, dass man auch wirklich so eine Win-Win-Kooperation hat, weil hier auf indischer Seite, also auch wirklich, muss man einfach sagen, technologisch, qualitativ Weltspitze, gleichzeitig aber unglaublich günstig produziert. Und das ist natürlich für afrikanische Abnehmermärkte, wo zwar auch natürlich eine große Mittelschicht am Entstehen ist, aber die Kaufkraft insgesamt geringer als im Westen, ist es natürlich ein Perfect Match sozusagen. Und hier ist etwas, wo natürlich Indien Win hat, nämlich Handelsvolumen, Firmen machen Gewinne und so weiter. Gleichzeitig Afrika, die afrikanischen Staaten, auch einen, jetzt mal in der Entwicklungsdiktion gesprochen, einen entwicklungspolitischen Gewinn, weil eben günstig Medikamente eingekauft werden. Und ich habe irgendwann mal die Zahl gelesen, dass von den NGOs, die in der AIDS-Bekämpfung aktiv sind, die haben, glaube ich, die kriegen 80% ihrer AIDS-Medikamente von indischen Herstellern. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo sich das ist fast das perfekte Beispiel, wo die Rhetorik mal mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Also Win-Win-Partnerschaft, Süd-Süd, Win-Win-Kooperation, ohne dass da irgendein europäischer oder US-Akteur eine Rolle spielt, zu gegenseitigem Nutzen, auf Augenhöhe, entwicklungspolitischer Nutzen noch dabei, Menschen, also wirklich Human-Nutzen dabei noch. Also das ist so ein, vielleicht kann man da Leuchtturm, zumindest Sektor sagen. Klingt ja für mich jetzt erstmal, klar, auch das war wieder nur ein eher grober Überblick, aber wenn wir von mindestens einigen Win-Win-Situationen sprechen, wenn wir von Mittelschichts- oder Nischenprojekten sprechen, sorgt das ja auch dafür, dass
die indischen Unternehmer noch mehr verflochten sind mit der einheimischen Wirtschaft und auch vielleicht ein bisschen nachhaltiger verflochten sind als so Großprojekte. Sie hatten es schon angesprochen, die Chinesen schicken dann vielleicht ein paar tausend Arbeiter rüber, um diese Bahnstrecke zu bauen. Die ziehen sie danach aber auch ab, wenn das Projekt quasi beendet ist. Aber wenn man von solchen Kooperationen in Themen wie Pharmazie oder Ähnlichem spricht, dann ist das ja nicht von wegen, heute fängt das Projekt an, morgen ist das Projekt beendet, Schluss, hier ist das Ding fertig, sondern wir reden ja wirklich von ganz engen Verzahnungen mit der lokalen Wirtschaft. Würden Sie sagen, das könnte sich mittelfristig als nachhaltiger erweisen? Ja, auf jeden Fall. Also ich muss natürlich auch dazu sagen, China macht natürlich nicht nur diese großen Infrastrukturprojekte. Klar. Also in jeder afrikanischen Stadt sind heute kleine chinesische Händler und so weiter aktiv, ja. Aber ich glaube auch so, grosso modo muss man sagen, die indisch-afrikanischen Wirtschaftsbeziehungen sind im positiven Sinne kleinteiliger, sind mehr privatwirtschaftlich geprägt, sind nachhaltiger, ja, würde ich, also nicht alles natürlich, ne, aber so insgesamt glaube ich auf jeden Fall, und zwar genau aus diesen Gründen, weil also beispielsweise indische Pharmaunternehmen auch anfangen wirklich oder auch schon gemacht haben, Produktionsstandorte in Afrika auch aufzubauen. Also nicht nur eben der Warenexport, sondern teilweise also Greenfield Investment gemacht haben. Und das, also einmal, weil es um Arzneimittel geht, aber auch auch in anderen Sektoren, wie die Investitionen stattfinden, eben nicht dieses auch alles von Arbeitern aus dem Herkunftsland bauen lassen. Das ist auf jeden Fall nachhaltiger als das chinesische Vorgehen. Auf der anderen Seite natürlich muss man auch fairerweise sagen, oder nicht fairerweise oder ehrlicherweise sagen, dass es natürlich auch, sagen wir mal, auch im indischen Vorgehen in Afrika sehr, sehr, sehr kritische Aspekte gibt. Also zum Beispiel, wenn, also das ist ja bei China immer das große Ding, dass die Kredite geben und damit werden eben Projekte gebaut. Mhm. Und auch die Inder machen das. Und auch da ist es so, dass da auch die Klauseln drin sind. Also 75% der Ausgaben bitte, aber nur Aufträge bitte nur an indische Unternehmen zu vergeben. Ne? Also solche Dinge gibt's auch. Der Unterschied ist dann, dass der Wissenstransfer vielleicht stärker stattfindet, definitiv stärker stattfindet als im chinesisch-afrikanischen Feld. Und was man aber auch noch sagen muss, um jetzt noch ein bisschen mehr Wasser in den Wein zu gießen, das ändert aber bislang auch nichts dran, dass wenn ich mir die großen Handelsströme anschaue, die bei Indien, Afrika nicht anders aussehen als bei China, Afrika und bei EU, Afrika und bei US, Afrika, nämlich, dass die Handelsströme immer noch so aussehen mit allen, fast allen externen Akteuren, dass Afrika zu 80-90% Rohstoffe rausliefert, und zwar meistens völlig unverarbeitete Rohstoffe, und Indien, USA, China, Europa alle verarbeitete Produkte nach Afrika liefern. Das heißt, die Wertschöpfung findet auch im chinesisch-afrikanischen und auch im indisch-afrikanischen Verhalten, Wirtschaftsbeziehungen kaum in Afrika statt. Natürlich, ich glaube, also da stimme ich voll zu, das indische Vorgehen ist nachhaltiger als das chinesische, ja. Aber wenn ich mir die Warenströme anschaue im Warenhandel, das habe ich ganz, ganz intensiv gemacht, ist auch im indisch-afrikanischen Handel eigentlich dieses Muster, was den afrikanischen Außenhandel seit der Kolonialzeit prägt, genauso sichtbar. Das will ich jetzt nicht den Indern vorwerfen, weil ich meine, die können jetzt auch nicht single-handedly hier jetzt eine Industrieproduktion in Afrika aufbauen, ja. Aber das schwächt so ein bisschen die Rhetorik des Win-Win, die ich gerade eben hatte für den Health-Sektor zum Beispiel, so ein bisschen ab, weil die Handelsströme nicht groß anders sind als mit den anderen Staaten. Naja, wenn ich da mal ganz weit zurückdenke an meine fernen VWL-Vorlesungen, dann spielt da mit auch wahrscheinlich ein bisschen mit rein, dass ja auch Indien immer noch
ein sich entwickelndes Land ist mit ganz, ganz extrem vielen Menschen, mit sehr niedrigen Löhnen, mit auch mit viel Arbeitslosigkeit oder Tagelöhnerwesen. Das heißt ja, solange die heimische Arbeitskraft so günstig und so viel zur Verfügung steht, habe ich auch gar keinen Anreiz, vor Ort in Afrika irgendwelche Strukturen aufzubauen, wenn ich erstmal mein eigenes Volk quasi in Lohn und Brot bringen möchte und auch als Unternehmen, wie jetzt gar nicht volkswirtschaftlich gesprochen, aber als Unternehmen zu Hause quasi günstige Arbeitskraft finden kann, die die Veredelung dieser Rohstoffe vornimmt. Ja, das stimmt natürlich. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass dieses Wirtschaftswachstum, dieses ganz starke Wirtschaftswachstum eben nach der Liberalisierung Indiens, auch, das haben wir bisher noch gar nicht so explizit erwähnt, aber aus indischer Perspektive, Afrika so interessant gemacht hat, gerade um Rohstoffe zu kaufen. Also es ist nicht nur der Punkt, dass man eben, also ex negativo formuliert, jetzt keine verarbeiteten Produkte aus Afrika importieren will, weil man daheim günstige Arbeitskräfte hat, sondern man ist halt auch explizit mit dem, also wie die Chinesen ja auch, hergegangen und hat gesagt, wir müssen irgendwo unsere Rohstoffe herholen. Mhm. Also mit diesem unglaublichen Wirtschaftswachstum in Indien sind und gleichzeitig, also ein bisschen Rohöl wird in Indien selbst gewonnen und der Energiebedarf zu so und so viel Prozent heimisch gedeckt. Aber mit dem Wirtschaftswachstum ist der Importbedarf unglaublich angestiegen. Und deshalb hat man auch natürlich ganz stark nach Afrika geguckt. Und heute zum Beispiel, also sind jetzt nicht so groß wie im Fall Chinas die Zahlen, aber ich glaube, fast 20% des indischen Rohöls, der indischen Rohölimporte kommt aus Afrika heute. Und daneben halt auch noch so Sachen wie, also nicht nur Petroleum, sondern auch Kohle und Eisenerz und sowas und auch Gold und Diamanten werden importiert. Also es ist jetzt nicht nur dieser Punkt, dass man eben sagt, okay, wir können daheim eh günstig produzieren, sondern auch bewusst gesagt, wir wollen Rohstoffe uns sichern und kaufen. Und klar, also nochmal mein Punkt von eben, natürlich ist das jetzt, kann man da jetzt nicht sagen, die Inder sind da ganz, ganz vorwerfbar schlimm, das machen die anderen auch so, ja, aber es entschärft trotzdem oder es entwertet so ein bisschen diese Win-Win-Rhetorik, die man da immer hört, die teilweise stimmt. Aber was man die, wenn man so die groben Zusammensetzung der Handelsströme anschaut, eben nicht viel Substanz erkennen lässt. Also das sind letztlich Handelsströme wie mit den Industriestaaten auch, die Indien mit Afrika hier hat. Jetzt haben Sie schon gesagt, dass Indien heute eher marktwirtschaftlich orientiert ist, mindestens sehr viel marktwirtschaftlicher in der Außenpolitik als China. Was würden Sie sagen, wie stark wird trotzdem diese indische Wirtschaftsaktivität, die grundsätzlich das indische Auftreten in Afrika zentral gesteuert oder zumindest zentral gefördert, unterstützt, befeuert? Ja, also das ist, glaube ich, noch einer der ganz großen Unterschiede, die man so sich klar machen muss zu China. Es ist natürlich nicht so zentral gesteuert, wie es in China ist. Mhm. Selbst in China ist es ja auch eine Vereinfachung zu sagen, das ist ja alles die Idee von, wenn nicht einem Mann, dann wenigstens vom Zentralkomitee. Das stimmt ja auch nicht. Und die, ich weiß auch, also das sagen dann auch mir immer die Leute und das stimmt natürlich auch. Auch die chinesischen Staatskonzerne haben ein Eigenleben und eine eigene Agency. Aber was natürlich unbestritten ist, dass China wegen Staatskapitalismus, wegen der gesamten politischen System natürlich am besten von allen großen externen Akteuren in der Lage ist, solche Paketdeals zu orchestrieren. Das ist keine Frage, dass es so ist. Also dass natürlich die politische Spitze sagen kann, eher als in anderen Staaten, du, meine Staatskonzerne, ihr geht jetzt auf große Einkaufstour und holt euch erstmal alle Rohstoffe, die ihr bekommt. Und du, Staatskonzern, machst jetzt mit dem anderen Staatskonzern zusammen, guckst mal, ob du nicht diesen Deal mit Tansania hinbekommst. Der eine baut ein Kraftwerk, der andere kriegt die Eisenerzabbaurechte oder irgend sowas. Natürlich kann auch nicht der Xi Jinping sich hinstellen und sagen, mach das jetzt, ja. Mhm. Aber die Orchestrierfähigkeit ist natürlich viel höher im chinesischen Fall. Im indischen Fall ist die geringer, was solche Package-Deals, also solche diese klassischen chinesischen Großdeals, wie im Kongo, was ich vorhin mal angesprochen hatte, anbelangt. Die Inder haben deswegen auch kaum solcher Package-Deals gemacht, nur manchmal. Und wenn sie es gemacht haben, waren interessanterweise eben Staatskonzerne beteiligt. Nur das meiste indische Vorgehen ist eben privatwirtschaftlicher Natur. Deswegen
beschränkt sich in Anführungszeichen diese indische Außenwirtschaftspolitik auf so flankierende, unterstützende Maßnahmen, die aber auch natürlich entscheidend sind. Nur es ist ein bisschen anders halt als im chinesischen Fall, wo wirklich das Orchestrieren, sage ich jetzt mal, viel stärker ist. Im indischen Fall aber ist trotzdem diese Begleitmusik, um es mal so ein bisschen despektierlich zu sagen, ganz, ganz wichtig. Also zum Beispiel diese Lines of Credit, also diese Kreditlinien, die von der staatlichen Exim-Bank in Indien auch gegeben werden, das sind natürlich Staatsprogramme, die da aufgelegt wurden, die dann auch staatlich also vergeben werden, also Kredite vergeben werden an afrikanische Staaten, die damit dann eben 75% bei indischen Firmen einkaufen müssen. Das ist letztlich eine Exportförderung. Und außerdem wurden eben afrikaspezifische Außenwirtschaftsprogramme aufgelegt, Zollsenkungen, erleichterter Marktzugang. Ganz viele Programme wurden hier vor allem eben ab 2003 war das erste große Programm gestartet. Und vor allem, und deswegen denke ich gerade wieder, dass Sie ja ganz angefangen haben mit dem Titel meiner Arbeit, wo ja auch Modification drin steht, also das für Audio muss man ja sagen, ich habe das geschrieben, Modi-Fication, also um eben auszudrücken, dass der Modi hier etwas verändert hat. Ein super tolles Wortspiel, das mir eingefallen ist. Und was man hier sagen muss, dass Modi diesen Trend nochmal verstärkt hat, also dass er nochmal stärker diese staatliche Unterstützung für Exporte, im afrikanischen Falle zum Beispiel, und aber auch für die Rohstoffsicherung und nochmal stärker gemacht hat und nochmal neue Programme für Kreditlinien, die zur Exportförderung aufgelegt werden, gestartet hat. Und allgemein ja, also damit ist er ja bei der ersten Wahl, als er gewählt wurde 2014, damit hat er ja Wahlkampf gemacht, dass er eben der Wirtschaftslenker ist, wirtschaftlich erfolgreich ist. Und das hat man dann meiner Meinung nach auch in der Außenpolitik schon gesehen, dass er diese Ökonomisierung der Außenpolitik auch noch ein Stückchen weiter getrieben hat. Also nochmal, es ist anders als im chinesischen Fall, nicht so stark orchestriert. Aber dennoch ganz entscheidend, glaube ich auch, waren diese von der Privatwirtschaft teilweise verlangten und dann auch gekommenen staatlichen Exportunterstützung beispielsweise. Ja, beim Thema Orchestrierung der chinesischen Wirtschaft muss ich im Anschluss gleich erstmal wieder googeln, was eigentlich mit Jack Ma inzwischen ist, von dem habe ich auch lange gehört. Das ist ein schönes Beispiel für, Sie haben vollkommen recht, die chinesischen Staatsfirmen haben ein Eigenleben, machen häufig auch gar nicht so unbedingt 100% vielleicht das, was mal angedacht war in irgendeinem Fünfjahresplan oder in den ganz großen Plänen wie der neuen Seidenstraße und sowas. Aber gleichzeitig wird dann ja doch immer wieder sehr eingegriffen von der Zentrale, haben wir jetzt ja mit Jack Ma gerade sehr zentral gemerkt. Auf Indien zurückkommt diese Begleitmusik, wie Sie es genannt haben, oder Grundlagen, die geschaffen werden. Da fällt ja auch sehr prominent viel dabei einmal rein, der India-Africa Summit, der auch von Modi initiiert wurde, wenn ich mich nicht völlig irre. Dann habe ich gelesen, dass auch die indische Marine inzwischen auf Einladung oder auf Wunsch gewisser afrikanischer Staaten oder in Kooperation mit afrikanischen Staaten die Küstenwege oder Handelswege vor der afrikanischen Küste schützt oder begleitet, wie auch immer man das formulieren möchte. Und dann habe ich auch gelesen, dass das ein oder andere Freihandelsabkommen mindestens in der Diskussion ist. Würden Sie sagen, dass das intensiviert wird, auch von der Zentralregierung, dass diese Grundlagen für eine bessere Zusammenarbeit, wirtschaftliche Zusammenarbeit immer stärker werden, oder ist das viel, viel Schein und am Ende gar nicht so viel Auswirkung wirklich, wenn man jetzt mal auf den India-Africa Summit zum Beispiel guckt? Also genau, also das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe ja dieses Begleitmusik, was ich eben sagte, sogar enger gemeint gehabt, eigentlich nur auf diese Außenwirtschaftsförderung. Aber natürlich muss man letztlich oder kann man letztlich die gesamte indische Afrika-Politik nicht nur, aber auch natürlich als Begleitmusik für diese wirtschaftlichen Beziehungen sehen. Also nicht nur, aber auch. Und dieser India-Africa Forum Summit, wie es ja offiziell heißt, also da war jetzt nicht Modi der Erste, das hat schon unter Singh, Manmohan Singh vorher angefangen, war natürlich, auch wenn die Inder das immer bestreiten, aber eine klare Kopie des chinesischen Idee, die wiederum natürlich auch wieder bei den Franzosen ein bisschen abgeschaut hat, muss man auch sagen. Aber dieser indische Gipfel
war, also hat natürlich mehrere Nutzen gehabt, aber einer war natürlich die politische Flankierung, also außenpolitische Flankierung und jetzt nicht außenwirtschaftspolitische Flankierung dieser Beziehungen, wobei er am Anfang noch sehr klein war. Also die Inder haben bewusst gesagt, wir lassen die AU entscheiden, wer von der afrikanischen Seite teilnimmt. Und das hat sich dann so auf, glaube ich, 12 oder 13 Teilnehmer beschränkt. Modi hat damit Schluss gemacht und hat gesagt, nein, ich will alle einladen, hat das auch gemacht. Und deswegen war der 2015er Gipfel dann auch mit, ich glaube, 43 afrikanischen Staats- und Regierungschefs. Und ist natürlich, also so ein bisschen, also nicht nur, aber wenn man so ein bisschen despektierlich sagen will, so ein bisschen Teil der Charme-Offensive. Da werden dann immer große Versprechungen gemacht, wie es die Chinesen bei ihren Gipfeln auch machen. Da werden dann die großen Zahlen getroppt. Also wir versprechen so und so viele Milliarden an Lines of Credit für die nächsten 4 Jahre oder sowas. Und das ist natürlich so dieses Charme-Offensive, schöne Bilder liefern. Hat natürlich auch eine politische Bedeutung, aber jetzt mal aus der Perspektive. Und was Sie angesprochen haben, ist so ein Aspekt, über den haben wir gar nicht gesprochen, dass natürlich Indisch-Afrika-Politik auch eine sicherheitspolitische Komponente hat, die allerdings auch wiederum einen klaren ökonomischen Hintergrund natürlich nicht nur, aber auch hat. Und das ist, Sie haben es angesprochen, also die indische Marine, der Indische Ozean, wo mir dann die Interviewpartner in Indien immer sagen, it's the Indian Ocean, ne? Also mit der Betonung Mare Nostrum. Indien, ja, genau, ja, ja, klar. Also es ist der Indische Ozean, sagen die dann halt. Das ist halt unser, in Anführungszeichen. Auch wieder mit dieser historischen Beziehung, das war schon immer die Verbindung zwischen Indien und Afrika. Und dass ein Aspekt dieser sicherheitspolitischen Komponente natürlich dann ist, dass Indien immer stärker bewusst wird, dass sie ihre Handelswege absichern müssen. Und im indischen Fall, also muss ich hier nur die Geografie anschauen, Indien hat halt dummerweise Landgrenzen zu zwei nicht gerade freundlich gesinnten Atomnachbarn und eine riesige Seegrenze. Und ich glaube, 90% ungefähr des indischen Außenhandels wird über See abgewickelt. Das heißt, die Sicherung der Handelswege ist einfach oberste Priorität. Auch das aber ist eine relativ neue Entwicklung, weil, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, vor 1990 hatte Indien einfach wenig Außenhandel, ne? Und jetzt aber mit diesem krass gewachsenen Außenhandel, mit dem großen Bedarf an Energieimporten, ist es natürlich, also Energiesicherheit, ist es ein überlebenswichtig geworden. Und deswegen wird auch diese Sicherheitspolitik, also nicht nur, aber jetzt in Bezug auf Afrika natürlich gesehen, im westlichen Indischen Ozean, also um die Inseln dort herum, um die Ost- und die südliche Küste und oben Somalia, Golf von Aden und so weiter. Natürlich ist es jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Und man sieht es jetzt ja, ich meine, der Tanker ist frei, der im Suezkanal festgesteckt hat. Aber man sieht, was passieren kann, wenn da mal, also wenn der jetzt noch, keine Ahnung, wenn der jetzt einen Monat da gesteckt wäre, oder eine militärische Konfrontation dazu führt, dass solche Handelswege nicht mehr erreichbar sind oder nicht mehr befahrbar sind, dann wäre das für Indien katastrophal. Also katastrophal, also nicht nur finanzieller Schaden, sondern am Ende sogar wirklich einfach das Ausgehen von Energielieferungen. Und deswegen auch so eine Modification hat Modi da auch rhetorisch nicht unbedingt und viel mehr Geld investiert, aber rhetorisch immer stärkeren Wert drauf gelegt, dass die maritime Sicherheit eben auch oder die Sicherheitspolitik eben auch ganz stark zu sehen ist als Sicherung von Handelswegen. Und das gehört natürlich auch, also da wäre es jetzt schon zu wenig Begleitmusik zu sagen, aber ich nehme das Wort jetzt nochmal, das ist natürlich auch Begleitmusik dessen und warum ich auch, also ein bisschen überspitzt im Titel natürlich, aber doch insgesamt so als Fazit sehen würde, dass sich zwangsläufig, wenn die Außenwirtschaftsbeziehungen, wenn die Beziehungen in den Afrika so wirtschaftlich wichtiger werden, als sie es früher waren, man natürlich von der Ökonomisierung, fortschreitenden Ökonomisierung da sprechen muss. Ich finde, das mit dem Suezkanal ist auch ein wirklich gutes Beispiel, wo man sieht, wie instabil dieses globalisierte Handelsgebilde ist, das wir haben, was von so wenigen Wegen abhängt. Hatte man ja auch sehr, sehr schön gesehen dann im
Sieben-Tage-Krieg zwischen Israel und unter anderem Ägypten. Im Ostafrika haben wir ja häufig auch schon gelesen von diesen Piratenbedrohungen etc. Mhm. Das ist jetzt auf der Marineseite, wie wir gerade schon gesagt haben. Neigt Indien denn auch mehr dazu, in Konflikte vor Ort einzugreifen? Also es ist ja bekannt, dass Indien mit einer sehr großen Zahl von Blauhelmsoldaten in Afrika unterwegs ist. Das würde ich jetzt erstmal zur Seite stellen, weil das ja eine international koordinierte Aktion ist. Mhm. Aber wenn Indien sich um die Sicherheit der Seewege kümmert, kümmert es sich auch inzwischen verstärkt darum, dass auch die Investitionen vor Ort, wenn man es so nennen möchte, gesichert sind und die vielleicht wirtschaftlich freundlicheren Optionen an der Macht bleiben? Oder hält sich da Indien weitestgehend noch raus? Ja, das ist eine ganz spannende Frage und ich würde mal, also ganz pauschal erstmal antworten, Indien hält sich da eher raus. Aber, also was ich zum Beispiel unglaublich spannend finde, ich habe dann auch in meiner Arbeit natürlich geguckt, zur Außenpolitik analytisch, welche Instrumente Indien einsetzt. Ein Instrument ist zum Beispiel die Marine oder allgemein das Militär. Und da kann man sich auch fragen, welche Instrumente fehlen denn in der indischen Afrikapolitik? Und ein Punkt, also Demokratieförderung zum Beispiel, ist ein Punkt, der weitgehend fehlt, was interessant ist, obwohl es Demokratie ist. Aber ein Punkt, der auch, finde ich, sehr spannend ist, ist, dass Indien wenig engagiert ist in der Konfliktdiplomatie. Mhm. Also ich habe mich zum Beispiel gefragt, und das ist wirklich, frage ich mich immer noch so ein bisschen, Indien hat ziemlich wichtige Investitionen im Sudan, also das ist jetzt nicht keine maritime Frage, aber ich erwähne es trotzdem mal, haben da ziemlich große Investitionen in Öl dort gemacht, auch nachdem die westlichen Konzerne sich zurückgezogen haben. Diese Investitionen haben aber, also jahrelang ist aber kein Tropfen Öl geflossen wegen der Konfliktlage dort. Gleichzeitig hat aber Indien kaum diplomatische Initiativen ergriffen, um irgendwie vielleicht, also beispielsweise wie es die Amerikaner machen, die schicken dann einmal, oder die Chinesen jetzt auch teilweise sogar, aber die Amerikaner schicken dann Vermittler dahin, um zwischen Süd und Nord zu verhandeln oder irgend sowas. Und da ist Indien sehr, sehr zurückhaltend. Das lässt sich, glaube ich, teilweise einfach mit der kolonialen Vergangenheit erklären. Also eben dieses wirklich völlig verständliche, dieser Angst oder auch Unbehagen damit, in die Dinge einzugreifen, die als interne Vorgänge in anderen Staaten perzipiert werden. Wenn man jetzt aber jetzt nochmal auf den Marineaspekt kommt, also Indien versucht schon mit den Anrainerstaaten, also beispielsweise Tansania oder Kenia, Abkommen zu schließen, die es der Marine ermöglichen, dort auch mal zu patrouillieren. Also das ist auch erfolgreich mit Madagaskar zum Beispiel oder mit Mauritius oder den Seychellen oder mit Mosambik sind schon so Abkommen getroffen worden und es gibt auch auf Mauritius und auf den Inseln, auf mehreren Inseln dort so teilweise sogar indische Horchposten. Also da ist die indische Marine schon aktiv, aber jetzt nicht, glaube ich, deswegen oder zumindest nicht pri oder sekundär deswegen, um dortige Investitionen abzusichern, sondern eher wegen der großen Aspekte, die wir eben schon erwähnt hatten, also Sicherung der Seewege allgemein, konkret Piraterie, konkret aber auch Angst vor chinesischen eventuell feindlichem Vorgehen dort, aber weniger jetzt so konkret, um zu sagen, okay, wir haben in Mosambik da jetzt 3 Milliarden an der Direct Investment, das muss gesichert werden. Also das sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Auf der anderen Seite ist es auch ein Bereich, der sehr im Fluss ist. Also ich habe da gerade, also das ist nicht veröffentlicht, aber so ein französisches Ding, so eine Studie, so eine kleinere Sache gemacht, was unglaublich spannend ist und wo aber auch es halt natürlich gerade jetzt unter Corona-Zeiten schwieriger ist, gerade irgendwie Forschung und Hintergrundgespräche zu führen. Aber das ist sowas, was, wenn ich mal wieder reisen kann, hoffentlich dann machen werde und mit ein paar Leuten direkt spreche, was jetzt über Zoom, wo manche Leute einfach nicht so offen was sagen. Keine Ahnung. Also das ist ein unglaublich interessanter Bereich. Ja. Wo gerade unter Modi, glaube ich, in diesem sicherheitspolitischen Bereich viel im Fluss ist. Aber noch sehe ich es nicht so, um es nochmal konkret
auf den Punkt zu beantworten, nicht so wirklich Investitionsabsicherung, aber im Großen schon die Absicherung von Handelswegen, das auf jeden Fall. Was mir da gerade wieder auffällt, habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so stark drüber nachgedacht. Wir haben jetzt darüber gesprochen, die Marine ist vor Ort und das ist, da geht es ja darum, gemeinsame Handelswege zu schützen und sowas. Das ist, wird gleich ganz anders wahrgenommen, als wenn man jetzt einen Militärstützpunkt vor Ort hätte. Man hat immer so ein bisschen das Gefühl, die Marine gilt wieder so als legitimes Mittel der Politik. Also wenn man auch ins südchinesische Meer guckt, da sind dann amerikanische Jets, die über chinesische Kriegsschiffe fliegen oder sowas. Das nehmen wir so hin. Wenn sich aber ein amerikanischer und chinesischer Panzer gegenüberstünden in derselben Distanz, dann wäre große Aufregung. Ist mir gerade nur das Gedanke gekommen, würden Sie zustimmen, dass Marine so ein bisschen wieder als legitimes Politikinstrument genommen wird, weil es irgendwie nicht so als, weiß nicht, nicht so ernst genommene Militär ist? Ja, also zumindest, wenn das halt sich nicht diese Präsenz perpetuiert, also wenn die da mal durchfahren und sowas. Ne? Auf der anderen Seite, also aus der indischen Perspektive ist das schon, also die haben schon da sehr, sehr große Bedenken und zwar, weil die zu jedem Zeitpunkt im Indischen Ozean, also Südchinesisch Meer ist ja nochmal ganz was anderes, aber ich rede jetzt nochmal über diese afrikanischen Gewässer da im Indischen Ozean, dass da halt auch immer chinesische Schiffe unterwegs sind zum Beispiel. Und dass die, also diese alte Angst dieser Perlenkette, die irgendwann mal Indien umringt von China, das ist natürlich aus der indischen Perspektive, die würden Ihnen da, glaube ich, nicht zustimmen. Die haben davor Angst. Aber insofern ist da an ihrem Punkt schon was dran, weil sobald sich das nämlich dann stärker manifestiert, wird's so richtig kritisch. Und da war so ein Punkt, wo die Inder ganz besonders zu Recht vielleicht sogar aufgehorcht haben, als nämlich China, die haben jetzt ja auch in Djibouti ihre erste außerchinesische Basis, also eine Marinebasis, das sind auch die Franzosen und die Amerikaner, aber die Chinesen haben da jetzt auch eine Basis und wenn man jetzt nicht weiß, wo Djibouti liegt, ist es natürlich genau diese wichtige Trade Route da, also eine dieser Sea Lines of Communication, wie man sagt, also dieser Wasserhandelswege, wo jetzt plötzlich eine permanente chinesische Präsenz ist. Und das ist natürlich Horror, die Vorstellung, dass China in der Lage wäre, die entscheidenden Handelswege für Indien abzuschneiden. Und da sind die dann nämlich überhaupt nicht mehr entspannt. Vor allem vor dem Hintergrund, it's the Indian Ocean, also es ist unser Ozean. Und da glaube ich, wird es, also da wird es, glaube ich, in den nächsten Jahren wirklich, sagen wir mal, hoffentlich nicht heiß, aber hoch hergehen, glaube ich schon. Und zwar auch im afrikanischen, also im westlichen Indischen Ozean. Nicht nur südchinesisches Meer und so, sondern auch in dem Bereich. Ja, wo dann, ich bin mal gespannt, wie das Wording sich dann auch verhält, ohne jetzt hier irgendwie Medienbashing betreiben zu wollen oder sowas, darum geht es mir nicht, aber es ist ja auch häufig, kann man ja schon so eine Konstante des Wordings in der Berichterstattung über gewisse Konflikte sehen. Also wer sind die Freiheitskämpfer, wer sind die Aufständischen, wer sind die Usurpatoren oder sowas, das ist ja relativ häufig einheitlich und dann bin ich gespannt, wie sich das verhält, wie oft wir dann in solchen Konflikten vom Indischen Meer sprechen, wie oft wir vom Arabischen Meer sprechen, was ja auch ein Wording in dem Bereich ist und deswegen, ich bin auch gespannt, also natürlich hoffen wir es alle nicht, aber ich bin auch gespannt, ob das nicht ein zentraler Konfliktherd der nächsten Jahrzehnte werden könnte. Ja, also kann, glaube ich, definitiv so sein und vor allem vielleicht nicht unbedingt Konflikt, aber auf jeden Fall Competition, weil das sieht man allein daran, dass jetzt, also völlig überraschend, irgendwie die Deutschland zum Beispiel eine Indo-Pazifisch-Strategie vorgelegt hat, die EU angeblich in 1-2 Monaten eine indische Ozean-Strategie oder Indo-Pazifik-Strategie vorstellen wird. Also das sind so Punkte, wo man sieht, der Großraum Indo-Pazifik oder was mich jetzt am meisten interessiert, Westindischer Ozean, das ist, glaube ich, schon sowas, wo jetzt, also wahrscheinlich ist es zwangsläufig wegen dieses Shifts, dass China jetzt so als Weltmacht wahrgenommen wird und auch so handelt und auch unter Xi stärker und manche sagen aggressiver oder definitiv wahrscheinlich aggressiver vorgeht, dass das natürlich hier ein ganz entscheidender Austragungsort wird und das eben in einem aus indischer Perspektive von ihnen eigentlich
klassisch oder das, sie sehen sich im Indischen Ozean als die wichtigste Macht, auf jeden Fall nicht China. Ne? Und das ist eben für Indien und für die indische Afrika-Politik und die Sicherheitsabkommen, die sie mit afrikanischen Staaten versuchen zu schließen, natürlich ein Hauptantriebspunkt. Ja. Und es wird unglaublich spannend bleiben und noch mehr werden wahrscheinlich. Ja. Mein lieber Herr Gieg, ich glaube, damit haben wir auch schon den Ausblick quasi gerade hinter uns gebracht. Das stimmt eigentlich. Wir sind auch weit über anderthalb Stunden hinaus. Deswegen ganz, ganz lieben Dank für dieses Gespräch. Ich habe auf Ihrer Institutsseite gelesen, dass Sie auch ein Buch über Indien und Afrika oder die indisch-afrikanische Beziehung herausbringen möchten. Wird das populärwissenschaftlich, also für den Normalo lesbar, oder wird das so ganz harter politikwissenschaftlicher Also ich sage mal so, das ist meine Dissertation, die ja noch nicht veröffentlicht wird, seit wegen Corona alles gezogen, das ist meine Dissertation, aber ich behaupte jetzt einfach mal ganz, ganz frech, also es ist auf Englisch geschrieben, aber ich glaube schon, dass die lesbar ist. Es gibt natürlich ein paar politikwissenschaftliche komische seltsame Dinge drin, ja. Aber ich glaube schon, dass es lesbar ist und die wird irgendwann in diesem Jahr dann rauskommen. Also das läuft gerade mit dem Verlag und ich kann sie natürlich nur jedem wärmstens empfehlen. Das kann ich auch jetzt schon jedem wärmstens empfehlen. Also wer nach dem tollen Gespräch nicht das Gefühl hat, dass man da mal reingucken sollte, ja, da weiß ich auch nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich kann nur sagen, Herr Gieg, ganz lieben Dank für das Gespräch und für die großen Pinselstriche und auch für die kleinen Details. Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.